So, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute darf ich einen ganz, ganz besonderen Gast begrüßen bei mir auf dem Kanal, und zwar den Herrn Harald Havers. Hallo und guten Tag. Hallo, freut mich sehr. Und zwar heute wird es um das Thema UFOs bzw. UAPs, jetzt wie es seit dem neuesten heißt oder betitelt wird, gehen. Wie immer bei mir. Völlig offen, völlig offener Ausgang vom Video. Wir werden oder vom Gespräch. Ich werde einfach die Fragen so stellen, wie sie sich ergeben. Und dann, glaube ich, können wir mal starten. So, Sehr gerne. Herr Havers, wenn Sie sich persönlich mit sich selbst mal vorstellen, dann können wir, glaube ich, schon mal viel, viel einfacher in das sehr, sehr große und vielfältige Thema starten. Ja, gut, also die Kurzfassung ist, ich bin Autor. Ich habe Publizistik studiert und war lange auch freiberuflicher Journalist. In gewisser Weise bin ich es auch heute noch. Ich mache heute auch noch mal gelegentlich Artikel in Österreich. Also ich bin beheimatet in Wien und ich habe Artikel geschrieben im Laufe der Zeit für Standard, für Kurier, für Profil ein- oder zweimal, für die Wiener Zeitung, als es sie noch gegeben hat. Ich habe für den ORF gearbeitet, ich habe auch für Radio schon gearbeitet. Also kurz und gut, ich bin im Medienbereich seit, man muss es schon sagen, seit den 80er Jahren tätig. Ich bin Baujahr 64, also die letzte Boomer-Generation sozusagen. Und ja, und meine Themenbereiche waren eigentlich eher immer im Bereich der Unterhaltung und des Medialen. Also ich war Filmkritiker für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, ich habe Buchkritiken geschrieben, ich habe die Entwicklung der Unterhaltungselektronik mitverfolgt. Ich hatte zum Beispiel eine Videospielkolumne in der Wiener Zeitung, wo ich mich über die ersten Sega Mega Drive und diese ganzen frühen Konsolen darüber geschrieben habe, beispielsweise, oder für eine Zeitschrift der Gewerkschaft habe ich über die ersten Handys geschrieben und noch die Pager davor. Also ich war immer im Bereich Jugend- und Unterhaltungselektronik. Ein großer Bereich dabei nehmen auch Comics ein. Ich habe mich sehr früh immer schon für Comics interessiert, habe sie dann aber auch in meinem Berufsleben sehr viel, ja, mich sehr viel damit beschäftigt. Viele von den Artikeln, von denen ich gerade gesprochen habe, zum Beispiel im Profil, waren Artikel über Comics. Also ich habe in den 80er und auch in den 90er Jahren, war ich wenn nicht sogar der einzige österreichische Journalist, der sich dem Thema zugewandt hat, und habe damals schon dafür plädiert, dass Comics eben nicht nur Kinderunterhaltung sind, sondern auch Erwachsenen-Themen beinhalten können, als quasi Graphic Novels. Die gab es damals schon, aber das wurde noch nicht so zur Öffentlichkeit wahrgenommen. In dem Zusammenhang war ich auch mal Chefredakteur eines Fachmagazins zum Thema Comics, habe eine große Ausstellung gestaltet zum Thema Comics und war in der Jury eines bedeutenden Preises in Deutschland und bin auch selber Comicautor. Also ich habe viele, viele Comics geschrieben, und ich möchte behaupten, dass, glaube ich, fast niemand, der heute jünger ist als ich, nicht irgendwelche Comics von mir irgendwann mal gelesen hat, weil ich zum Beispiel in den letzten 17 Jahren die Sparefroh-Comics gemacht habe. Oder ich mache seit 14 Jahren, 12, nein, seit 12 Jahren für die Apotheker-Magazine Comics im Apollino-Magazin. Und für Topic, was eine Jugendzeitschrift ist, die in der Schule oft verteilt worden ist, und auf der Website vom ORF. Das heißt, ich habe so viele Comics geschrieben für die verschiedensten Medien, für die AVA zum Beispiel, für die Unfallversicherung. Die wurden auch an Kinder ausgeteilt. Also ich glaube, irgendwas hat irgendwer irgendwann mal von mir wahrscheinlich gelesen, ohne meinen Namen zu kennen. Und ich habe das auch auf einer anderen Ebene gemacht, außerhalb von Kindercomics und Comicstrips. Ich habe eine Graphic Novel gemacht, die heißt Armut überwinden für die Volkshilfe, die Geschichte der Volkshilfe. Ich habe die Austrian Superheroes ins Leben gerufen, zusammen mit einigen begabten Mitarbeitern. Das sind österreichische Superhelden. Da gibt es unter anderem keine Bodybuilderin, aber immerhin eine Wrestlerin, Lady Heumarkt, dabei im Team. Ne? Also wir haben da auf hohem Niveau, möchte ich behaupten. Also zumindest war das das Ziel, uns an die Amerikaner anzunähern. Superhelden-Comics gemacht, seit 8 Jahren mittlerweile.
Und seit ungefähr 2000 habe ich dann auch angefangen, Bücher zu schreiben. Am Anfang über die 70er, 80er Jahre. Ich war beteiligt bei Vicky Slime und Piper. Das war eine, müssen Sie nicht wissen, es war eine Retrowelle rund um 2000 herum, wo man sich eben über die 70er Jahre mit den 70ern beschäftigt hat. Dann habe ich angefangen, Bücher über Wien zu schreiben, Kurioses Wien, Wiener Sammelsurium, über Austropop, über Österreich. Kurioses Österreich ist ein anderes Buch. Das waren alles so humoristische Sachbücher. Warum ich das so ausführlich darstelle, ist, weil das alles nichts mit UFOs zu tun hat. Ich habe mich privat sehr wohl für das Thema immer schon interessiert. Seit den 70er Jahren kann man sagen. Genauso wie für esoterische Phänomene, Parapsychologie und ja, keine Ahnung, Leben nach dem Tod, das gesamte komplexe Thema der Grenzwissenschaft, wenn man so will. Allerdings privat, das hat mich einfach interessiert. Hat auch sicher damit zu tun, dass ich ein Science-Fiction-Fan bin. Ich bin mit Raumschiff Enterprise in der Nachmittagswiederholung im ORF aufgewachsen und mit der Fernsehserie UFO damals und habe seit damals alles verfolgt, was mit Science-Fiction zu tun hat. Sei es jetzt Star Wars oder Perry Rhodan oder noch viele andere Sachen. Das heißt, sowohl im fiktiven Bereich, also Science Fiction, mein absolutes Lieblingsbuch ist zum Beispiel Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis, also Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Also sowohl was das Fantastische betrifft oder das Fiktive, als auch die Realität. Also gab es schon, wie Däniken geschrieben hat, antike Kulturen, die von Außerirdischen beeinflusst worden sind, was ist im Bermuda-Dreieck passiert, gab es ein Gesicht auf dem Mars. Alle diese Sachen haben mich immer sehr interessiert, aber ich habe mich gar nicht damit publizistisch beschäftigt, also in meinem Hauptkernbereich als Autor. Und als dann im Jahr 2017 die New York Times aufgedeckt hat, dass sich die USA trotz jahrzehntelanger Leugnung auch mit dem Phänomen beschäftigt, also mit geheimen Programmen oder zumindest mit einem geheimen Programm, das rausgekommen ist. Und ein gewisser Lou Elizondo ist da an die Öffentlichkeit getreten. Es sind die drei berühmten Navy-Videos aufgetaucht, die so sehr komisch ausschauen, weil sie Infrarot-Nachtaufnahmen sind. Deshalb sind sie so grau-schwarz, aber man erkennt, dass da eigenartige Flugobjekte unterwegs sind und das Pentagon das dann bestätigt hat, habe ich begonnen, mich mehr dafür zu interessieren. Zu Hilfe gekommen ist da das Internet, nachdem der Mainstream auch damals nicht sehr viel darüber berichtet hat, auch wenn es mit der New York Times begonnen hat. Haben die vielen Podcasts und anderen Möglichkeiten im Internet mir sehr dazu verholfen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich 2021 das Gefühl gehabt, da tut sich unglaublich viel. Die Wissenschaft beginnt sich für UFOs zu interessieren. Das amerikanische Parlament beginnt sich für UFOs zu interessieren und erlässt Gesetze zu dem Thema. Das sind große Entwicklungen, tatsächlich große Entwicklungen, die bei uns kaum berichtet werden. Und man dachte, es wäre vielleicht interessant, das auch mal bei uns zu verbreiten. Und habe mich dann an den Standard gewandt. Die haben auf ihrer Website einen Bereich, wo Wissenschaftler oder Experten zu verschiedenen Themen einen Blog haben können, einen Blog schreiben können. Und habe die gefragt, wollt ihr vielleicht einen Blog zum Thema UFOs haben? Und die haben überraschenderweise sofort Ja gesagt. Also es ist ein Mittelding zwischen offizieller Zeitung und privatem Blog. Ich schreibe das sozusagen privat, aber es wird redigiert und erscheint im Rahmen vom Standard ganz offiziell als Beitrag auf der Website. Also für den normalen User ist das ununterscheidbar von einem Artikel, sage ich jetzt mal. Es ist auch ein Artikel, der für den Standard geschrieben wurde. Nur es heißt halt Blogbereich, warum auch immer. Und dort habe ich eben den Blog Out There, der UFO-Blog, gestartet 2021. Habe mittlerweile, ich glaube, an die 20 Artikel geschrieben. Am Anfang eher wenig, weil da hat sich nicht so rasend viel getan. Und dann im Laufe der Zeit immer mehr. Und habe halt dann so Sachen begleitet wie die ersten UFO-Gesetze in den USA, die Schaffung einer neuen UFO-Behörde im Pentagon, die Anhörungen vor dem Parlament von David Grush und anderen Leuten.
und die Schaffung und Erschaffung von verschiedenen wissenschaftlichen Vereinigungen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und Universitäten, die das machen, auch in Europa übrigens, bei weitem nicht nur in den USA. Das ist überhaupt kein USA-Thema, möchte ich an der Stelle sagen. Die sind nur lauter und wir können alle Englisch und darum kriegen wir das mehr mit. Das, was zum Beispiel in Frankreich passiert, kriegen wir nicht so sehr mit, weil die meisten von uns Oder wahrscheinlich nicht Spanien. Französisch können. Oder Spanien, ja, klar. Gut, und das, um das abzuschließen, und als ich dann im letzten Jahr, 2023, praktisch wöchentlich was ereignet hat, da ist erst, also es gab vorher schon was, der Aero-Chef wurde bekannt, dann ist David Grush an die Öffentlichkeit getreten, dann ist das UFO-Gesetz rausgekommen von Chuck Schumer und anderen, wir können darauf noch eingehen oder auch nicht, aber jedenfalls ein wichtiger Gesetzesentwurf in den USA, dann war die Anhörung vom Parlament und so weiter und so weiter. Da habe ich beschlossen, das kann ich in einem unregelmäßigen Blog, das immer nur ein Thema hat, das ist halt ein Artikel, das ist ja kein Newsflash oder kein News-Update, nicht unterbringen. Und darum habe ich letzten November einen YouTube-Kanal gestartet zu dem Thema, weil ich mir gedacht habe, die Videokommunikation funktioniert in dem Bereich wahrscheinlich besser als noch ein geschriebener Blog. Das heißt UFO TV, am Anfang hieß es UFO TV Austria. Da habe ich dann eine wöchentliche News-Sendung etabliert, die hieß Austria UFO Wochenschau, angelegt an die uralten Wochenschauen, die in den 50er und 60er Jahren im Kino waren. Jetzt, wo der Kanal gewachsen ist und immer mehr also deutsche Staatsbürger, Deutsche bei mir auch zuschauen und auch Schweizer, habe ich beschlossen, ich lasse das mit dem Austria wieder. Das war am Anfang ein bisschen ein Augenzwinkern auch. Der Kanal heißt jetzt UFO TV oder UFO TV Aktuell und ich präsentiere dort nach wie vor eine wöchentliche Sendung, UFO TV Wochenschau oder UFO TV News. Ungefähr 30, 35 Minuten lang, jede Woche eine produzierte Sendung, also nicht freigesprochen, sondern mit Text, mit Inserts, wie eine Nachrichtensendung mehr oder weniger. Und ja, da habe ich mittlerweile 40 davon produziert. Und auf dem Kanal gibt es außerdem gelegentlich Interviews, beziehungsweise auch ein Langformat, das heißt Nachspiel, wo ich dann ein, zwei Stunden einfach in die Kamera zu aktuellen Geschehnissen freispreche oder auch zu bestimmten Themen wie wer sind die Aliens eigentlich oder was ist der esoterische Themenkomplex rund um Aliens, also eine Vertiefung der Materie sozusagen. Und ab und zu Breaking News, wenn sich etwas gerade aktuell tut. Ja, und trotzdem ich noch immer Kindermagazine mache und Rätselrallyes für Kinder und ab und zu ein Buch schreibe zu ganz anderen Themen. Zuletzt die schönsten Grätzl von Wien und Kottan Kreisky und kein Kabelfernsehen, ein Buch über die 70er und 80er Jahre. Also, obwohl ich diese Dinge noch nach wie vor mache, ist die Beschäftigung mit dem UFO-Thema mittlerweile auch ein wichtiger Teil meiner Zeit geworden. Hauptsächlich, weil es mich interessiert. Also niemand bezahlt mich dafür, außer ein bisschen YouTube, aber ja, mit 1800 Abonnenten und 2.000, 3.000 maximal Leuten, die zuschauen pro Sendung, wird man nicht reich. Nein, es ist nach wie vor noch mein Interesse und ich habe nach wie vor das Gefühl, ich möchte gerne eine Lücke füllen, die insbesondere in Österreich, in gewisser Weise aber im gesamten deutschen Sprachraum besteht zu diesem Thema. So, jetzt habe ich die halbe Sendung schon gesprochen. Alles gut, passt. Und vor allem, also das Wichtigste ist an den ganzen, zwar, es wird definitiv zu wenig bespielt, das ganze Thema im deutschsprachigen Raum. Gerade wenn man jetzt so nach Süd- oder Mittelamerika schaut, da ist das ganz offen. Also in Mexiko haben sie ja quasi ein Alien präsentiert, was sich dann angeblich, also eher als Fake herausgestellt hat. Also Schwieriges Thema. genau, deshalb ist es schwierig, weil da gibt es halt welche, die sagen, der wurde aus verschiedenen Tierknochen und so zusammengestellt, andere sagen, das ist wieder echt und so. Also wirklich sehr, sehr schwieriges Thema. Und Wenn wir wenn Zeit dann. haben, können wir darüber reden. Ich habe da auch einige Meinungen und einige Informationen noch Ja, zu dem Thema. bitte, also wenn wir gleich dabei sind, weil das ist, ich glaube, die einzige Regierung, wo das wirklich im Parlament
präsentiert wurde, quasi eine Alien-Mumie, Ja, oder? also ja, das, man muss dazu sagen, also das Ganze wurde ausgelöst durch einen UFO-Forscher und auch Journalisten namens Jaime Maussan. Der ist im südamerikanischen Raum absolute Top-Berühmtheit in Sachen Grenzwissenschaften, UFOs und so weiter. Manchmal sagt man, er ist sozusagen der südamerikanische Erich von Däniken und hat auch eigene Fernsehsendungen. Ist auch ziemlich reich und der hat das mexikanische Parlament dazu überredet, eine UFO-Sitzung abzuhalten, wie es die USA davor gemacht hat. Und das Hauptthema war eigentlich Flugsicherheit und die Beendigung des Stigmas. Also es war eine, glaube ich, zweistündige Sitzung oder sowas ähnliches, wo Zeugen und Experten aufgetreten sind, die was zu sagen hatten zu dem Thema. Sehr viele davon Piloten, Fluglotsen und ähnliche Leute. Aus Südamerika, aber nicht nur. Zum Beispiel war da der Ryan Graves, das ist einer von diesen Augenzeugen in Nordamerika, der auch in Nordamerika ausgesagt hat vom Parlament. Und die ganze Sache ging eigentlich darum in erster Linie. Und ganz am Schluss hat er dann gemeint, ja, wer weiß, ob UFOs und Außerirdische vielleicht hier sind und wir haben vielleicht schon Beweise dafür, und hat dann auf der Bühne entrollt zwei temperierte Kästen, in denen komische kleine Figuren drinnen gelegen sind. Ganz weiß und verschrumpelt und so weiter. Und das hat in erster Linie erst einmal für Ablehnung gesorgt, weil niemand davon wusste, weil das sozusagen eine Art Stunt war und natürlich auch die gesamte Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Thema Flugsicherheit auf diese Alienleichen oder was immer das auch ist, gelenkt hat. Zum Beispiel der Ryan Graves war sehr böse darüber. Der war darüber nicht informiert worden. So, dann war dort auch ein japanischer Abgeordneter beispielsweise. Keine Ahnung, ob der informiert worden ist, ne? Also da gingen die Wellen dann hoch. Kurz darauf kamen dann schon die ersten Anwürfe, dass das eben alles Fälschung sei. Das liegt daran, dass die ersten dieser Wesen bereits 2017 präsentiert worden sind, innerhalb von ja, Südamerika, hauptsächlich von Peru, wo sie gefunden worden sind. Und dann gab es Untersuchungen an definitiven Fälschungen. Es gibt Fälschungen. Und diese Fälschungen bestehen aus Tierknochen, aus Tierschädeln, in manchen Fällen vielleicht sogar aus Menschenteilen. Ja, es gibt auch, gab es auch Anklagen wegen Grabräuberei und weiß Gott was alles. Ne? Nur ist die Sache nicht so einfach. Es gibt nämlich einige von diesen Wesen, man sagt, man nennt sie Nazca-Mummies, also nach der Region Nazca, wo auch diese Petroglyphen, diese Linien zu finden sind. Nazca-Mumien, es stimmt aber nicht ganz, es sind keine Mumien, weil eine Mumie macht man so, dass man die inneren Organe entfernt, zunäht und dann mit einbalsamiert. Ja? Das sind aber keine Mumien, sondern das sind komplette Körper, die getrocknet worden sind. Also der bessere Begriff wäre Trockenleichen. Und gefunden wurden sie in einer Höhle, die mit so einem Material gefüllt ist, natürlich. Das heißt auf Deutsch Kieselgur. Das ist offensichtlich Überreste von Muscheln von Jahrtausenden. Kalk, ja, eine Art Kalk, aber eine Art von Kalk, die so speziell ist, dass sie besonders trocknet wirkt. Ja. Genauso mit sehr viel Salz, also Natrium und das ganze Anteil, genau. Genau, das wird also bei uns auch zum verwendet, glaube ich, um ja, Keller trocken zu legen oder ich weiß nicht was alles. Ja. Es ist so ähnlich wie diese Oder Verpackung in den. auch für Wände, also wenn man jetzt bestreicht, die jetzt nochmal Genau, Feuchtigkeit genau, genau. rausziehen sollen, Und da gibt es eben natürliche Höhlen, so wie es das Guana gibt. Auf manchen Inseln gibt es natürliche Höhlen, die gefüllt sind mit diesem Kieselgur, mit diesem Kalk halt. Und da lagen diese Wesen drin. Man weiß nicht, wo die Höhle ist, weil sie eben von einem tatsächlichen Grabräuber und Schmuggler gefunden wurde, ist, der aber sozusagen, wie soll ich sagen, Gewissensbisse bekommen hat, weil er gesagt hat, das ist etwas Besonderes. Das ist etwas anderes als meine üblichen Funde von irgendeinem Schmuck, der vor 300 Jahren vergraben wurde. Und er hat das eben Wissenschaftlern zukommen lassen. Und da gibt es eben mittlerweile ein paar Dutzend von diesen Wesen. Manche sind nur einen oder 1,5 Meter groß und schauen eben aus wie E.T. Andere sind menschengroß, haben auch menschenähnliche Köpfe, allerdings meistens verlängert. Und das Einzige, was sie alle verbindet, ist, dass sie nur drei Finger haben.
drei Finger und drei Zehen. Und das wurde halt lange hin und her und da und dieses und jenes. Und dann gab es internationale Berichte darüber, dass alles eine Fälschung ist. Wobei das stimmt und nicht stimmt. Also wenn man heute Nazca-Mumien eingibt in Google, ist das erste, was man bekommt, drei, vier Artikel, unter anderem einen vom Standard, nicht von mir, in dem drinnen steht, Alien-Mumien als Fälschungen entlarvt. Und die beziehen sich aber auf alle auf einen einzigen Vorfall, nämlich im Oktober des vorigen Jahres, wo die Behörde einige von diesen gefälschten Mumien einkassiert hat, sie untersucht hat und sie offiziell präsentiert hat und gesagt hat, das sind Fälschungen. Nur wenn ich mir die anschaue, sehe ich auf den ersten Blick, dass das Fälschungen sind. Da ragen irgendwelche Knochenteile raus, die sind in irgendwelchen komischen Kleidungen, schauen aus wie Puppen und das ist eindeutig. Und die anderen sind es nicht. Die haben komplett intakte Körper. Ja, klar kann da was gefälscht worden sein, aber sie haben komplette Organe drinnen an der richtigen Stelle. Das Gewebe ist mit dem Skelett verwachsen und noch viele andere Seltsamkeiten. Zum Beispiel haben sie metallische Implantate drinnen und zwar aus wertvollen Materialien. Also wenn ich ein Fälscher bin, mache ich das aus Kupfer und gut ist es. Aber das ist aus einem Material. Titan-ähnlich, oder? Mit Titan-Legierung und das Ganze. Nein, es ist, mir fällt das Wort gerade nicht ein, es wird mir noch einfallen, das ist ein ganz, ganz seltenes Metall, das erst vor 200 Jahren entdeckt wurde und Teil von, also wenn man Platin schmilzt oder herstellt, gibt es ein Nebenprodukt mit mir fällt es gerade nicht ein, es wird mir noch einfallen. Aber wie auch immer, jedenfalls ist es eine Legierung, die erstens einmal schon sehr seltsam ist. Ja. Zweitens ist es, wäre allein das Ding da drinnen extrem wertvoll von Materialwert her und das ist von diesen Geweben umwachsen. Wer macht sowas? Wer macht das als Fälscher in Südamerika? Und die haben gute Fälscher und viele und die haben einen ganzen Industriezweig damit, keine Frage. Das gab es früher in Ägypten auch noch oder gibt es heute noch in Ägypten und an anderen Stellen, wo es tolle Funde gibt. Weil das ein Geschäft ist, weil Leute sowas haben wollen, ne? Weil jeder Millionär eine Mumie zu Hause haben möchte, keine Ahnung, aber in die Richtung. Ne? Aber die wurden auch schon mittlerweile von Medizinern untersucht und die sagen, nein, das ist nicht zusammengebastelt, das ist ein kompletter Organismus. Es gibt DNA-Untersuchungen, die sagen, weist Seltsamkeiten auf, es scheint schon menschlich zu sein, aber vielleicht auch nicht, das ist sehr seltsam. Und das Alter wurde carbon-dated ebenfalls auf mindestens 1000 Jahre geschätzt. Das heißt, diese Skelette, diese Mumien, sind, manche sprechen von bis zu 6000, auf jeden Fall 1000 Jahre Minimum alt und es passt nichts zusammen. Es gibt nicht zwei, die komplett gleich ausschauen, es gibt welche mit größeren Köpfen, kleineren Köpfen, manche scheinen Hybrid zu sein, weder männlich noch weiblich. Einige der kleineren haben Eier im Körper, die man auch im Röntgen sieht. Und die da auch keiner hineingebastelt hat, weil warum sollte das jemand hineinbasteln? Für eine Fälschung vollkommen unnötig. Ja, ich meine, kein Käufer legt das Ding erstmal unter einen Röntgenapparat, das meinte ich, ja. Aber wie auch immer, ja, ich schließe es ja auch nicht aus. Ich schließe auch nicht aus, dass es sich um Fälschungen handelt. Und bei einer der menschengroßen Mumien ist ein Fötus drin im Körper. Und dieser Fötus ist, wenn man ihn in CT-Scan anschaut, ebenfalls dreifingerig. Ja? Und das muss erst einmal jemand machen. Einen fossilisierten, also getrockneten Fötus in einen getrockneten Körper hinein basteln und dem Fötus zwei Finger abschneiden oder so auf die Art. Ja? Also wenn man sich damit beschäftigt, kommt man sehr rasch zu dem Ergebnis, da ist etwas dran. Was es ist, ich weiß es auch nicht. Ja? Es könnte sein moderne Fälschungen, eher nein. Es könnte sein antike Fälschungen, das ist für mich fast das Wahrscheinlichste, dass die damals das gemacht haben, um irgendwie Göttern zu huldigen oder was auch immer. Ja. Nur dann stellt sich die Frage, wie haben sie das gemacht? Dann, es könnten echte Lebewesen sein, aber warum schauen die dann alle anders aus? Das kommt mir fast so vor, als hätte damals ein verrückter Wissenschaftler, der über viel Technik verfügt hat, einen ganzen Zoo aus Hybriden zusammengestellt,
und dann seine Versuchsobjekte begraben, um sie zu konservieren. Ja? Also wie auch immer. Jedenfalls gibt es mittlerweile mehrere Untersuchungen von südamerikanischen Universitäten, die unter anderem darauf hinweisen, dass die Finger, dass die Fingerabdrücke mit nichts übereinstimmen, was wir kennen. Sie sind parallel beispielsweise, nicht so wie bei fast allen Lebewesen verdreht oder halt spiralförmig. Und es gibt eben DNA-Untersuchungen und verschiedenes anderes, was darauf hinweist, dass es sich um irgendetwas Exotisches handelt. Und mittlerweile wird es auch in Nordamerika untersucht, es gibt ein paar ernsthafte Untersuchungen daran. Das wird aber noch eine Weile dauern. Ich bin für alle Ergebnisse offen, aber ich bin dafür, dass es untersucht wird. Das gilt auch für die gesamten anderen Sachen wie UFOs und sonstigen Themen. Es einfach zu ignorieren oder zu sagen, Haarfälschung, egal, ist mir zu billig. Und das Schöne im Vergleich zu eben Flugobjekten, die irgendwo herumgurken, ist, die sind ja da. Ja? Teilweise hat die peruanische Regierung versucht zu verhindern, dass sie untersucht werden, aber sie sind teilweise im Besitz einer Universität, also da können sie auch nicht so einfach zugreifen. Aktuell versucht der Jaime Musan eine Ausfuhrgenehmigung zu erwirken, damit sie in Amerika, in Nordamerika untersucht werden können. Er hat auch schon mit Parlamentariern des amerikanischen Kongresses gesprochen. Es ist nicht nichts. Oder das, was man halt in den Zeiten... Aber so sind die Menschen meistens. Sie hören etwas, es klingt fantastisch. Dann kommt ein Zeitungsbericht, drin steht, alles ein Blödsinn, eine Fälschung. Dann sagen sie, ah Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das wird abgespeichert als Fälschung. Und dann ist das Thema erledigt. Es ist aber meistens nicht so einfach. Also ich sage ja nicht, dass das Aliens sind und Alien-Mumien und ich sage nicht, dass da irgendwelche höheren Wesen das geschaffen haben und so. Ich sage nur, es gibt da erstaunliche Dinge, die noch nicht geklärt sind. Um ein Beispiel zu nennen, eine dieser menschengroßen Mumien hatte noch unverdaute Sachen im Magen und da waren europäische Traubenkerne drinnen. Jetzt fragt man sich, wie kommen in 1000 Jahre alte Mumien europäische Traubenkerne? Ne? Weil, vor allem auch in Südamerika. Ne? Vor allem in Südamerika, ja. Also wie gesagt, ich behaupte gar nichts. Das Einzige, was ich behaupte, ist, dass das Thema noch nicht durch ist und es gründlich von verschiedenen Leuten noch zu untersuchen ist. Und wenn man das jetzt so im Großen und Ganzen nimmt, es war schon immer ein Thema der Menschheit. Denn wenn man die alten Höhlenmalereien und so ansieht, die Götter, die kamen immer von oben. Teilweise wurden sie gemahlen, wie heute, als ob sie Helme auf hätten. Und ich bin mir da teilweise so ein Gefühl auch sicher, dass auch so die ägyptischen Götter mit den Tierköpfen, die aufgesetzt auch Masken waren. Und denn wenn man jetzt auch so die menschlichen Evolutionsschritte und so hernimmt, es war eine Sichtung oder ein Kontakt mit einem Gott und plötzlich war dann so ein technischer Fortschritt und das war auf überall auf der Welt, also nie gesamt, sondern immer nur punktuell, egal ob es jetzt in bei den Mayas, Ägypten oder auf den ganzen Philippinen, da, wo auch dann Pyramiden und so entstanden sind. Und Tartarien, auch wenn Tartarier also ein Thema ist, und in Europa genauso auch dasselbe, weil von jetzt auf jetzt dann das Zweite Deutsche Reich, was das für Technologie hat, und welchen technologischen Vorsprung gegenüber den anderen Ländern. Also da bin ich halt der Meinung, das kann so innerhalb von so kurzer Zeit jetzt kein oder keine Evolution auch vom Geistesblitz her sein, denn wenn man aussetzt bei den Technologie, was jetzt Handy und so betrifft, weil das ist jetzt derzeit ganz was anderes, aber wenn man dann früher, also wie lange, wie viele Jahrzehnte, dass das immer gebraucht hat oder benötigt hat, dass man dann solche Techniken entwickelt und verfeinert hatte und dann quasi, nehmen wir nur Ägypten, kennt dann jeder die Pyramiden, von nichts plötzlich solch schwere Steinblöcke und aber so bearbeiten und vor allem auch so weit transportieren, dass man nicht mal ein Blatt Papier hineinbekommt. Oder auch bei den Maya genau dasselbe. Also
Irgendetwas muss da immer gewesen sein. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, das ganze, der ganze Komplex Ancient Aliens, wenn man so will, also die Frühgeschichte, eben die Präastronautik, wie sie auch genannt wird, von Däniken und so weiter. Es ist ein schwieriges Thema. Und das schwierige Thema liegt daran, erstens einmal, wir sprechen von Jahrtausenden der Geschichte auf der ganzen Weltkugel. Ja? Und im Laufe der Jahrtausende haben Millionen oder Milliarden von Menschen natürlich alles Mögliche gezeichnet und gemalt und an die Wände oder in Bildhauerei, Schnitzerei und so weiter gemacht. Und wir wissen nicht immer, warum und was. Das heißt, ohne das vom Tisch wischen zu wollen, ich sage nur, wenn wir da jetzt eine Maya-Figur haben und die hat einen Raumfahrerhelm auf, ja, dann schaut das vielleicht nur aus, weil wir wissen, wie ein Raumfahrerhelm ausschaut. Und der Raumfahrerhelm wurde bei uns in den 60er Jahren entwickelt und wer weiß, vielleicht brauchen wir in 10 Jahren keinen mehr. Vielleicht haben wir in 10 Jahren eine Folie über dem Kopf, die bereits uns atmen lässt und das Vakuum aushalten. Ja? Oder genauso, wenn jemand eine Glühbirne oder ein Radio in einem alten Tempel sieht. Ja? Wer sagt, dass das eine Glühbirne war? Weil die Glühbirne ist bei uns eigentlich auch schon tot. Die wurde vor etwas über 100 Jahren erfunden, aber de facto ist sie jetzt eigentlich schon weg. Es gibt natürlich noch einige, aber im Großen und Ganzen eine LED. Und wahrscheinlich werden wir noch was anderes finden. Und in ein paar Jahren gibt es nur noch irgendwelche Leuchtbänder. Und unsere Kinder oder unsere Enkel werden nicht mehr wissen, was eine Glühbirne ist. Ja? Also was ich meine ist, man sieht es nicht nur aus einem menschlichen Blickpunkt der Heutigkeit, der Gegenwart eines modernen Menschen, man sieht es auch noch aus einem ganz, ganz engen Zeitausschnitt. Ja? Und da könnte ich jetzt noch lang drüber reden, aber was ich meine, das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht tatsächlich schon irgendwelche Interaktionen gegeben hat und wie gesagt, technische Fortschritte vermittelt worden sind. Ich sag mal so, wenn heute Außerirdische uns besuchen, wobei Außerirdische ist wieder ein anderes Thema. Wer weiß, ob es Außerirdische sind. Vielleicht handelt es sich ja auch um Wesen aus einer anderen Dimension, von parallelen Erden, aus der Zukunft, was auch immer. Oder verschwundene Zivilisationen, die wir heute nicht mehr sehen, weil sie unter dem Wasser leben und uns nur ab und zu besuchen. Also ich verwende jetzt den Begriff Außerirdische eher nicht, sondern lieber nichtmenschliche Intelligenzen. Das ist der aktuelle Stand. Höhere nichtmenschliche Intelligenzen, also keine Delfine und keine Raben. Also wenn es nichtmenschliche Intelligenzen heute gibt, die uns besuchen, in UFOs, uns erscheinen, mit uns kommunizieren, wenn es die gibt, spricht nichts dagegen, dass es sie schon immer gegeben hat. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja Berichte, die 100 Jahre zurückreichen. Also, ich meine, mittlerweile ist ja Roswell und die anderen Sachen auch schon über 50 Jahre her. 70 eigentlich. Ne? Aber davor gab es auch schon Sichtungen. In den Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Welle von fliegenden Schiffen, die gesehen worden sind in Nordamerika und teilweise auch in Europa. Es gibt Beobachtungen aus dem Mittelalter, wo irgendwelche Leuchtkugeln sich Gefechte am Himmel geliefert haben. Da gibt es Holzschnitte. In Österreich gab es solche Vorfälle, in der Schweiz, in Deutschland. Das kann man alles googeln und sich das anschauen. Es gibt eben Heiligensichtungen, die, wenn man sie genau anschaut, eher UFO-Begegnungen sind als Heiligensichtungen. Ein Beispiel ist Franz von Assisi. Man sagt immer, er ist einem Engel begegnet, hat Wundmale auf die Hände bekommen und bald darauf ist er dann halt gestorben. Wenn man sich die Originalgeschichte in Latein anschaut, wie sie damals verfasst worden ist, dann ist er einem hell leuchtenden Objekt begegnet, das zwei Strahlen auf ihn geschossen hat. Und in einer heutigen Interpretation würde man sagen, ein UFO ist aufgetaucht und er hat durch die nahe Begegnung Strahlenschäden erhalten und ist daran gestorben. Ich sage nicht, dass es so will. Ich möchte keine religiösen Gefühle verletzen. Ich bin ein großer Fan von Franz von Assisi beispielsweise. Es war ein voll cooler Typ. Ich war schon als Kind von dem sehr beeindruckt. Aber ich meine, nur diesen einen Vorfall, dieser konkrete eine Vorfall.
Und natürlich noch viel weiter zurück, Götterbegegnungen, Dämonenbegegnungen und so weiter. Das heißt, natürlich könnte man aus heutiger Sicht sagen, wenn es diese nichtmenschlichen Intelligenzen gibt und sie uns gelegentlich besuchen, können sie uns auch schon früher besucht haben und auch schon immer begleitet haben. Es gibt Spuren davon in der Bibel, es gibt Spuren davon in anderen religiösen Texten. Und ich bin zum Beispiel jemand, der Meinung ist, dass Mythen sehr gute Quellen sind. Vor 50 Jahren oder sowas hat ein Forscher, wie hieß der schnell, Bettelheim, glaube ich, hat eine Kategorie der Märchen gemacht und hat herausgefunden, welches Märchen enthält welche Kategorien. Also drei Königstöchter und Suche nach einem Gegenstand und Verwandlung und so weiter. Und das hat er halt weltweit untersucht und ist draufgekommen, um ein Beispiel zu nennen. Und er hat dann Nummern gegeben und so weiter. Das hat mich auch immer schon sehr fasziniert. Und ein Beispiel ist die Geschichte von Aschenputtel, also Aschenbrödel, die ungeliebte Stieftochter, die dann den König heiratet, gibt es in Varianten bis Japan. Und die erste, die er gefunden hat, stammt aus dem alten Ägypten. Ja? Jetzt sage ich nicht, dass das auf einen wahren Kern zurückgeht. Was ich meine ist, solche Geschichten tradieren sich über Kontinente und über Generationen, über hunderte Generationen. Und genau dasselbe gilt zum Beispiel für die Flutgeschichte von Noah. Das wissen wir ja auch, dass das sich fast überall wiederholt. Und darum glaube ich, dass sehr viele von diesen Erzählungen, die wir heute mitkriegen, von Göttern und Dämonen, vielleicht auf irgendwelche echten Begegnungen zurückgehen. Was noch nicht geklärt ist, und aktuell gibt es Religionswissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sogar ziemlich viele mittlerweile, die das Thema aufgegriffen haben, ist halt die Frage, sind das jetzt Aliens, das sage ich jetzt absichtlich, sind das jetzt Aliens, Außerirdische, die uns als Götter und Dämonen erschienen sind, oder sind es Götter und Dämonen, die wir heute als Aliens sehen, oder ist es etwas dazwischen, was wir noch nicht kennen? Weil es gibt genug Geschichten auch heute, wo sich die Dinge, die die Leute sehen, beim Sehen wandeln oder Wesen in verschiedenen Gestalten erscheinen. Ne? Und die Frage ist halt, ob die nicht heute vielleicht einfach eine Alienform wählen, weil uns das näher ist aus unserem technischen Verständnis heraus, als jetzt eben, keine Ahnung, eine Teufelsfigur oder eine Elfe oder eine Fee oder was. Ja? Das heißt, dieser Gesamtkomplex, gibt es Aliens oder eben nichtmenschliche Intelligenzen auf der Erde jetzt? Wenn ja, wovon ich eigentlich ausgehe, dann hat es die wahrscheinlich schon immer gegeben und wir hatten schon immer Begegnungen mit ihnen. Und dann kommen wir zum Thema der Beeinflussung. Haben sie uns geholfen? Haben sie uns Wissen weitergegeben? Haben sie mit uns zusammengearbeitet? Haben sie mit uns Genexperimente gemacht, Hybridisierungen? Ne? Solche Sachen stehen ja sogar in der Bibel. Ja? Da steht eben, dass die Göttersöhne mit den Menschentöchtern Nachkommen gezeugt haben. Ne? Und solche Sachen kommen auch in anderen Geschichten. Ich meine, Zeus sowieso und die griechische Mythologie. Aber auch das kommt immer wieder mal vor. Ja? Also diese gesamte Bandbreite ist möglich und auch da bin ich der Meinung, man sollte sie erforschen. Es ist aber sehr schwierig, da zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich unmöglich und was ist außerirdisch. Jetzt erst vor einer Woche haben Forscher herausgefunden, dass der zentrale Stein von Stonehenge, das ist in Südengland, und Stonehenge wurde ja vor 5000 Jahren oder so gebaut, dass der aus Schottland stammt. Und das ist ein riesiger, schwerer Stein. Man wusste zwar, dass die meisten anderen aus Wales oder so stammen, aber das ist relativ aus der Nähe. Ja? Aber wir haben die damals den Stein aus Schottland hergebracht. Und ich sage jetzt nicht, Aliens, weil ich bin nicht in Ancient Aliens und sage bei jedem zweiten Satz, das waren die Außerirdischen, sondern das ist vielleicht einfach eine verschüttete Technologie, die wir noch nicht kennen. Mhm. Ja? Ebenso, um ein anderes Beispiel zu nennen, die auf der Osterinsel, diese großen Köpfe, da hat man ewig nicht gewusst, wie haben sie die transportieren können, weil man wusste, wo die Steinbrüche sind und wo sie dann Ding. Und
man hat sie aber auch ausgegraben, und das sind, was ich auch noch faszinierend finde, ganze Körper. Man sieht nicht nur den Körper, sondern nicht vom Kopf, sondern den ganze Körper eigentlich. Aber man hat die mal aufgestellt mit 10 Leuten und hat sie dann mit Wackelbewegungen sozusagen über die Insel wandern lassen. Ja? Das heißt, nur weil wir die Technik nicht kennen, heißt noch lange nicht, dass es nicht auch einfachen Menschen möglich war, das zu können. Ich glaube eher, dass es in manchen Fällen verschollene Technik ist. Vielleicht gab es auch schon früher andere Hochkulturen, die wir nicht mehr kennen, die dann verschwunden sind, Atlantis oder was auch immer, und die große Flut eben, keine Ahnung. Ägypten, also für mich ist jetzt die Pyramiden und fast weniger beeindruckend, klingt jetzt blöd. Weil aber eher das Bekannteste. Ja. Aber da gibt es zumindest ein paar Ideen, wie es gemacht hätte werden können. Es gibt auch gerade in Ägypten noch viel interessantere Dinge, wie kolossale Statuen, die so aus so viel Tonnen bestehen, die praktisch auch heute mit den extremsten Tiefladern und Spezialfahrzeugen kaum zu transportieren wären und die im Gesicht so genau gemeißelt sind, dass es zwischen links und rechts, und das hat man mit Lasern probiert, keinen Millimeter Abweichung gibt. Ja? Und dann, ja, das haben sie halt mit Spiegeln gemacht. Jo mei, außerdem sind das Granitdinger und angeblich hatten die nichts anderes als, Kupfer. Kupfer und halt ein bisschen Meißel. Und wenn man, na gut, ganz kurz, wenn man jetzt zurückgeht zum Beispiel auf Stonehenge, und da ist genau der mittlere Stein, soll ja aus Schottland sein. Und warum genau der mittlere? Jetzt, wenn man den halt die Zusammensetzung misst, dann könnte das auch als Kraftfeld angeblich oder als Kraftwerk verwendet worden sein. Auf den Osterninseln war ja zwischendurch, aktuell weiß ich jetzt nicht, aber die These, dass die Menschen auf den Osterinseln aufgrund der damaligen Gegebenheiten sehr klein waren, also nur so 1,50, was dann das Ganze noch, weiß ich nicht, noch besser, also noch okay, unglaublicher machen würde, dass eben genau solche Figuren dann dort auch produziert worden sind, ja. Ja, also was ich sagen wollte, ist meine Einschätzung, was ich bei mein aktueller Liebling, was Ägypten betrifft, ist aus der Prädynastie, also aus den frühesten, Ägypten geht ja Jahrtausende zurück, es gibt dieses schöne Beispiel, dass wenn Kleopatra die Pyramiden angeschaut hat, ist sie uns heute zeitlich näher als sie der Erbauung der Pyramiden, ne? Weil die sind vor 5000 Jahren oder was gebaut worden und vor 2000 Jahren hat sie gelebt. Also wir sind näher zu Kleopatra als sie den Erbauern der Pyramiden. Also das muss man sich auch einmal vorstellen, diese ganzen Zeiträume. Aber wie auch immer, jedenfalls bevor Pyramiden und das alles gebaut worden ist, gab es offenbar schon Steinwaren, Krüge und Schalen aus sehr hartem Material, aus teilweise den härtesten Materialien der Welt, die jetzt erst erforscht werden und die perfekt ausbalanciert sind. Da gibt es Schalen, die sind riesig. Die können eigentlich nur durch, wie heißt das, Töpferscheiben, also durch so Drechselscheiben gemacht worden sein. Aber angeblich hatten die damals noch gar kein Rad. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch welche, die sind so, da gibt es wunderbare Videos drüber, wo die das mit CT-Geräten vermessen haben und genau die mit Mathematik ausgerechnet haben. Ein Ding, das so groß ist wie so halt ein Heferl und aber an beiden Seiten Henkel hat, die aber Teil des Ganzen sind, und das ist auch wie Obsidian oder ein ganz, ganz starkes Material, und keinerlei Abweichungen haben. Rundherum, in der Höhe, sehr hohl noch dazu, und da oben und unten, und die stehen auch vollkommen plan, und da gibt es Modelle, und es ist so, dass wir, nach Aussage von Leuten, die sich damit auskennen, da gibt es schöne Videos dazu, auch heute nicht in der Lage wären, sowas herzustellen. Und wenn das ein Töpferscheibe, das heißt, glaube ich, anders. Aber jedenfalls, wenn das eine Maschine wäre, die durch Drehung Sachen abschmirgelt, hätte man, um dieses Objekt machen zu müssen, müsste sie siebenachsig sein. Mhm. Weil sie ja, nämlich nicht nur die C&C-Dreherei, also Drehen und Fräsen. Und was bei den Tellern und so auch noch interessant ist, die sind wirklich gewuchtet. Also so wie man jetzt bei uns im Fitnessstudio,
für den Wettkampf Bankdrücken und so die Scheiben extra wuchtet, spezielle Bohrungen macht, die sind in einem Stück und trotzdem gewuchtet. Also die sind wucht, die eiern nicht wie Felgen, wo man etwas drauf. Das ist das nochmal eine riesige Faszination extra. Wie geht das? Das Ja, also Material. das kann niemand mit Augenmaß und Sand gerubbelt haben. In diesem einen Beitrag über diese kleine Topfelscheibe ist auch drin gestanden, wenn man das um die Mathematik dafür so genau zu berechnen, aufgrund der Kurven, die da sind, bräuchte man einen vorgezeichneten Plan, der so groß ist wie ein Zimmer. Ja, und dann müsste man diese Daten, die man da sozusagen ausgerechnet hat, dann auf dieses Objekt übertragen. Also meine Konklusion ist folgende: Wir wissen alles Mögliche nicht über unsere eigene Vergangenheit. Und es wird ja auch immer wieder weiter zurückgegraben in der Türkei, Göbekli Tepe und so weiter, wo wir auf einmal 12.000 Jahre schon sesshaft sind und nicht erst 7, 8 und so weiter. Das heißt, wir gehen auch in der Zeit immer weiter zurück mit den Funden. Und dann wissen wir auch, dass die Meeresspiegel sich gehoben haben im Laufe der Zeit. Es kann durchaus sein, dass an verschiedenen Küsten, es gibt auch gute Kandidaten dafür, zum Beispiel in Indien, versunkene Städte liegen, von denen wir noch gar nichts wissen. Gerade unter dem Meer ist alles Mögliche wahrscheinlich noch verborgen. Worauf ich hinaus will: Ich will nicht schwurbeln, ich sage nicht, das ist alles wahr, ich glaube nicht, dass das alles wirklich so ist oder so war, sei es jetzt Alienbesucher oder versunkene Zivilisationen. Was ich aber sage ist, es gibt vieles, was noch untersuchungswert ist. Genau wie bei den Nazca-Mumien, es gibt Dinge, die sind heute noch nicht erklärbar oder sie sind nicht erklärlich. Und statt zu sagen, ja, das ist sicher nur ein Irrtum oder ein Zufall, und ja, die haben halt eine Methode gehabt, oder? Und die haben so viel Zeit gehabt, das ist eines der Argumente bei den Pyramiden und bei den anderen Sachen in Ägypten. Ja, so eine Granitsache zu schmirgeln würde halt Jahre brauchen, aber die haben ja so viele Leute gehabt, die können das alle. Aber diese Tonschalen, die sind eben nicht Ton, diese Steinobjekte, da gibt es ja Tausende von denen, ne? Also, wie gesagt, da könnte man sich jetzt endlos verlieren. Nicht zuletzt geht die Serie Ancient Aliens, glaube ich, mittlerweile seit über 20 Jahren oder sowas, und die haben immer noch neue Themen. Also da gibt es sicher noch viel, was aufklärungswürdig ist. Und darum meine ich auch, man sollte auch. Und da gibt es ja auch Forscher wie Graham Hancock oder einige andere. Viele von denen sind umstritten. Ich glaube auch nicht alles, was die sagen. Aber einige von den Themen, die da aufgegriffen werden, sind sicher wert, noch nachgegangen zu werden. Und das gilt eben sowohl für die Mumien, als auch für die alte Geschichte, als auch für mein eigentliches Hauptthema, den tatsächlich heute herumschwirrenden Flugobjekten und unterseeischen Objekten. Es ist etwas da und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch der Hauptfokus und die Hauptaussage meines Kanals. Erstens habe ich das im Standard damals schon immer geschrieben und auch darauf komme ich in meinem Kanal immer wieder zu sprechen. Wir wissen nicht, was das eine oder andere ist, aber das sollte uns eigentlich anspornen, es zu untersuchen und eben auch die Wissenschaft. Und glücklicherweise, und auch darüber berichte ich eben sehr gerne auf UFO-TV, passiert das auch. Also noch vor ein paar Jahren hat sich kein Wissenschaftler an die Sache herangetraut oder sich damit beschäftigt. Ja? Und alle haben gesagt, na, das gibt's nicht. Als Avi Loeb, der Harvard-Astronom, vor 4 Jahren oder was, als dieses interstellare Objekt Oumuamua durch unser Sonnensystem geflogen ist. Das war das erste Mal, dass wir definitiv ein interstellares Objekt entdeckt haben. Ein Nebensatz: Alles, was bei uns landet, Meteore, Sternschnuppen und so weiter, stammt alles aus unserem Sonnensystem. Das hat bei seiner Entstehung jede Menge Trümmer hinterlassen, rundum und um, und ab und zu fliegen die halt durch die Gegend und stürzen bei uns ab. Das ist aber alles aus unserer Umgebung sozusagen, alles von unserem Sonnensystem. Zumindest das, was wir bis jetzt nachweisen konnten. Und da haben sie erstmals ein Objekt gesehen, das ist nicht so um die Sonne geflogen, sondern es ist von oben gekommen, hat um die Sonne eine Kurve gemacht und ist wieder rausgeflogen. Man konnte es nur sehr schwer beobachten und filmen. Und es hat einige Manöver durchgeführt, die eigentlich nicht nur durch Schwerkraft erklärbar sind.
Und damals hat der Avi Loeb, der Chefastronom von Harvard, ein international anerkannter Astronom, gesagt, ja, schauen wir uns mal an, das klingt sehr interessant, vielleicht ist es ja ein außerirdisches Raumschiff. Und die Leute sind über ihn hergefallen und er wird bis heute angefeindet, weil er das gesagt hat. Weil er gesagt hat, er hat das ja nur als Theorie, als Möglichkeit in den Raum gestellt. Das war vor 4 Jahren. Darauf hat er sich aber nicht beirren lassen, sondern im Gegenteil hat er das Galileo-Projekt ins Leben gerufen. Das ist eben eine unabhängige Forschungsinstitution, die aber in Harvard angesiedelt ist. Und seitdem bauen sie Detektoren, die gleichzeitig Radarmessungen, optische Messungen, Schallwellenmessungen und also sowohl Schallwellen, um ein Objekt zu sehen, also Sonar, als auch akustisch Mikrofone. Und das steht zum Beispiel jetzt in Harvard auf dem Dach und er hat mindestens eins woanders noch installiert und wird noch mehr installieren, weil er gesagt hat, warum sollte es nicht irgendwelche außerirdischen Fahrzeuge geben? Und wenn die da sind, und es gibt Hinweise darauf, dann müssen wir sie halt erforschen. Vielleicht macht das amerikanische und andere Militärs im Geheimen eh schon, aber davon wissen wir nichts. Und er sagt, an diese Daten kommt er auch nicht heran. Und wenn er an diese Daten herankäme, müsste er irgendwas unterschreiben und dürfte erst rechts nichts sagen. Und darum sagt er, forschen wir doch einfach. Und das hat sich mittlerweile durchgesetzt. Es gibt in Deutschland eine Universität, Würzburg, die ebenfalls eine astronomische Abteilung hat, die als einzige Universität weltweit bereits ein Studienfach UFO hat. Also es stimmt nicht ganz, es heißt nicht UFO, sondern es heißt UAP. Aber im Großen und Ganzen kann man dort neben normaler Astronomie auch das... Nur kurz bitte die Erklärung von UAP, also wo wir jetzt ja, genau. UFO, UAP. Also es ist so, ursprünglich hießen die beobachteten Dinge fliegende Untertassen, Flying Saucer. Dann hat das amerikanische Militär in den 60er Jahren oder sowas den Begriff UFO eingeführt, damit sich die Leute nicht dauernd lustig machen über diese Sachen mit dem Begriff Flying Saucer. Und eigentlich war das ein offizieller wissenschaftlicher Begriff. Unbekannte fliegende Objekte. Ganz klar. Es ist unbekannt, es fliegt. Es ist wahrscheinlich ein Objekt. So. Nur im Laufe der Zeit, durch Cartoons, Comics, Filme, Alien-Sachen und so weiter und so weiter, und auch dadurch, dass es eine absichtliche Kampagne zur Lächerlichmachung des Themas gab, ist der Begriff verbrannt. UFO ist komplett verbrannt. Und darum hat man jetzt in den letzten Jahren, insbesondere in den USA und bei den Regierungsbehörden, die eben diese Gesetze entwickelt haben, einen neuen Begriff eingeführt, UAP. Der stand ursprünglich für unbekannte Luftphänomene, also Unknown Aerial Phenomena. Dann hat man gesagt, na gut, aber eigentlich ist das noch zu eng, weil viele Phänomene sind gar nicht in der Luft. Es gibt Begegnungen unter dem Meer. Beispielsweise. Es gibt Begegnungen außerhalb unserer Atmosphäre und es gibt auch andere Phänomene, die jetzt nicht unbedingt ein fliegendes Objekt beinhalten. Darum hat man die Abkürzung zwar beibehalten, aber heute versteht man darunter Unknown Anomalous Phenomena, also unbekannte anomale Phänomene. Und das beinhaltet jetzt alles, von glühenden Leuchtkugeln über Begegnungen mit Aliens bis hin eben zu fliegenden Objekten. So, das war das PS, aber wo war das Thema? Mit der Würzburg, also mit den eigenen... Genau. Und unter dem Begriff UAP gibt es jetzt eben schon mehrere Vereinigungen. Es gibt eine Society for UAP Studies in den USA mit internationaler Beteiligung, die da erforscht. Es gibt die sogenannte Soul Foundation, die ebenfalls sich mit dem Phänomen auseinandersetzt. Alles hochkarätige Wissenschaftler, die in ganz anderen Bereichen teilweise schon, keine Ahnung, Preise gemacht haben und alle Universitätsprofessoren sind. Und eben in Deutschland gibt es sogar die Möglichkeit, das als Studienzweig zu machen. Und die Uni Würzburg hat so ähnlich wie der Avi Loeb in Harvard ebenfalls auch schon eigene Detektoren gebaut, die sie auch am Dach, glaube ich, oder zumindest irgendwo in der Gegend von Würzburg installiert haben. Und die haben zum Beispiel die deutsche Regierung dazu gebracht, ihnen für, keine Ahnung, 10 Millionen oder sowas, dass sie einen Satelliten bauen konnten. Und jetzt ist Anfang des Jahres ein Satellit hochgeschossen worden, geleitet von der Uni Würzburg, mit dem expliziten Auftrag nach
unbekannten Objekten und unbekannten Signaturen zu suchen. Im Förderantrag steht nicht drin UFO. Ja? Aber was gemeint ist, ist klar. Sie suchen dezidiert nach Sachen, die nicht bekannt sind. Ja, was ist nicht bekannt? Wir kennen mittlerweile fast alle meteorologischen Phänomene, obwohl auch da ab und zu was Neues auftaucht. Wir kennen Flugzeuge, wir wissen, was Satelliten sind, wir wissen, was Vogelschwärme sind, wir wissen verschiedene andere Dinge. Was ist das Unbekannte? Also, wenn man den Leiter des ganzen Hakan Kayal danach fragt, sagt er, ja, nicht, sucht man nach UFOs. Ja. Aber das steht halt nicht am Satelliten drauf, sozusagen. Ne? Ja, also das heißt, diese Veränderung, die wirklich in den letzten wenigen Jahren stattgefunden hat. Wie gesagt, Avi Loeb wurde noch 2020 verlacht. Jetzt hat nicht das Wissenschaftsministerium, aber es gibt ein Wissenschaftsfördergremium der amerikanischen Regierung, ich weiß nicht, wie das, bei uns gibt es sowas auch, Wissenschaftsförderungsinstitut oder sowas ähnliches, die haben dort auch eins mit Millionen dotiert jedes Jahr, die haben jetzt auch begonnen, sich mit UFOs auseinanderzusetzen. Vor kurzem, da habe ich auf meinem Kanal sogar als Breaking News darüber berichtet, ist bekannt geworden, dass die amerikanischen Polizeichefs, also die Polizeipräsidenten, von New York bis Los Angeles und so weiter, ein Dokument veröffentlicht haben, in dem sie sich damit auseinandersetzen, was sind UAPs, wo tauchen sie auf und welche sicherheitsrelevanten Probleme können sie auslösen. Also jetzt nicht, dass sie mit Lasern auf uns schießen, aber einfach, dass Leute sie sehen und dann darüber berichten. Ja? Und das ist ein offizielles Dokument auf der Website von diesen Polizeipräsidenten, die heißt MCCA, Major City Chiefs Association oder so, sind über, ich glaube, 77 oder 79 der größten amerikanischen, nordamerikanischen Städte sind da verbunden, sowohl Kanada als auch Nordamerika. Und die Polizeipräsidenten, also wie soll ich sagen, das ist so, wie wenn bei uns die Polizeipräsidenten von Berlin, München und Wien mit Zürich gemeinsam ein Papier herausgeben, in dem drinnen steht, wir müssen auf UFOs aufpassen, weil das potenziell eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit darstellt. Ist bei uns noch undenkbar, dort ist das gerade passiert. Aber das war auch wieder nur ein Beispiel für das, was sich alles alleine in den letzten 2-3 Jahren getan hat. An internationaler Forschung, an wissenschaftlichen Publikationen, an Vorträgen, bis hin in Wirtschaftskreise. In den USA interessieren sich Venture Capitalists jetzt auch schon für die Erforschung, weil sie sich davon versprechen, vielleicht neue Technik oder sowas herauszufinden. Silicon Valley ist da involviert. Die Wall Street ist involviert. Es ist mittlerweile quasi ein offenes Geheimnis, auch wenn bei uns noch immer alle so tun, als gäbe es da gar nichts. Nicht umsonst habe ich eine Wochenschau und berichte jede Woche darüber, denn es gibt jede Woche gleich mehrere Sachen darüber zu berichten. Es ist passiert dauernd irgendetwas. Ein Beispiel, kleiner Hinweis, was in meiner nächsten Sendung sein wird, wann immer das jetzt auch ausgestrahlt wird. Gerade hat sich der Chef der indischen Raumfahrtbehörde gemeldet und gesagt, er ist überzeugt davon, dass es Aliens gibt und er ist sogar ziemlich sicher, dass sie schon auf der Erde sind und uns beobachten. Bevor ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit Ihnen da weiter diesbezüglich reden, bevor ich oder wir dann eben auch das Thema, also UFOs oder UAPs in Europa und dann auch mit dem Phänomen Atomkraftwerke und dann auch auf Österreich kommen, was mich persönlich wirklich sehr interessiert, und da möchte ich unbedingt Ihre Meinung dazu wissen, auch wenn das jetzt ein zwischenzeitiger harter Bruch ist, aber es gibt ja, so wie eben bei den Märchen und so, die Zusammenhänge weltweit, und das wurde ja immer präsentiert, also solche Dinge wie Bücher oder Filme werden ja auch dazu verwendet, um eben Menschen auf etwas vorzubereiten oder aufmerksam zu machen, was ist, oder auch teilweise lächerlich zu machen, ne? Und jetzt ist es so, es gibt ja die ganzen, wie eh angesprochen, die ganzen Filme, die ganzen Serien. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es halt das gar nicht so wenige, die halt behaupten, dass zum Beispiel Stargate und das Ganze, oder auch Men in Black, die Filme kennt dann jeder, quasi eben ein Teil der Realität
eben präsentieren sollen, zeigen sollen, auch mit Stargate Up in Parallelwelten, Universen und bei Men in Black, das teilweise auch wirklich so überspitzt und ins Lächerliche gezogen werden soll, weil so wie man weiß und oder es geben soll, eben die eben mit so Formwandler oder die mit, als Hologramm herumlaufen und dadurch man absolut es oder keine Möglichkeit hat, dies zu erkennen, dass das eben nicht menschlich ist, sondern was anderes, aber trotzdem an dir vorbeigeht und du glaubst, das ist ein ganz normaler Mensch. Also wie ist da Ihre Meinung dazu? Könnte das sein? Ja, nein? Ja, also ich glaube, es hat erstens ja und zweitens, es hat sich, glaube ich, gewandelt im Laufe der Zeit. Es ist so, es gibt Dokumente aus den späten 50er Jahren in den USA, wo explizit drinnen steht, dass man versuchen sollte, Öffentlichkeit, die Bevölkerung von dem Thema abzulenken, unter anderem dadurch, um das Thema lächerlich zu machen. Und damals wurden halt Aliens und verschiedene Sachen in der Populärkultur eher witzig oder unmöglich dargestellt. Es gibt aber auch gleichzeitig immer die Versuche, es sehr realistisch darzustellen. Man weiß, dass der Schöpfer von Raumschiff Enterprise, von Star Trek Kontakte hatte. Steven Spielberg hatte definitiv Kontakte zu Geheimdiensten. Seine, insbesondere im Film Unheimliche Begegnung der dritten Art, das ist eins zu eins basierend auf Originalaussagen und Zeugen. Also nicht der Vorfall konkret, den er da macht, aber alles, was den Leuten passiert. Dass der Hauptprotagonist ein UFO sieht und sein Auto abstirbt, während er drinnen sitzt. Und er auf einer Seite Verbrennungen also erleidet und solche Sachen. Mit anderen Worten, man weiß, dass es eine Connection gibt zwischen den amerikanischen Geheimdiensten und Hollywood. Wie weit diese Beeinflussung geht und ob es einen Plan gibt, ist schwer zu beurteilen, weil es immer im Laufe der Zeit sowohl lächerlich Machungen gab, aber auch ernsthafte Themen. Ne? Also in Star Trek wurde das Thema ernsthaft aufgegriffen. Und in vielen anderen Sendungen und Serien auch. In anderen wird es wieder witzig dargestellt. ALF gab es in den 90er Jahren, glaube ich, beispielsweise. Oder, ja, genau. Oder auch Morg vom Org, den gab es bei uns im ORF nicht, aber in Deutschland zum Beispiel. Ja, das war der Robin Williams, seine erste große Rolle. Der hat einen verrückten, es war eine Sitcom über einen Außerirdischen, eine witzige. Aber wie auch immer, ja. Morg und Mindy hieß sie bei uns, glaube ich. Wie auch immer. Jedenfalls, da wurde viel Ambivalenz transportiert. Aber wie Sie richtig sagen, selbst wenn etwas ins Lächerliche gezogen wird, wenn es humoristisch aufgearbeitet wird, wie in Men in Black, wird ja trotzdem etwas vermittelt, was Leute zum Nachdenken bringt, dass es vielleicht so sein könnte. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, wenn die sagen, sie haben ein Ding, mit dem sie die Leute vergessen machen, ja? Blitzdingsen, ja, und das alles im Auftrag der Regierung vor der Öffentlichkeit verbergen. Ja, das ist etwas, was dann vielleicht dem einen oder anderen Besucher im Kopf hängen bleibt. Und solche Sachen wie Akte X, die haben garantiert zusammengearbeitet mit Regierungsorganisationen. Eine von den Folgen wurde zum Beispiel an einer Stelle gedreht, wo tatsächlich angeblich ein UFO abgestürzt ist. Ne? Und das war ein geheimer Ort, der wurde interessant erst jetzt herausgefunden, dass die da offensichtlich auch beraten worden sind. Damit, also dass es Connections gibt, ist keine Frage. Die Frage ist, was ist die Intention? Und zumindest in den letzten Jahren, was es davor war, weiß ich nicht, oder sagen wir in den letzten Jahrzehnten, tendiere ich auch eher dazu, dass das so ein bisschen in Richtung Soft Disclosure, also langsame Enthüllung geht und dass die Leute langsam auf die Möglichkeit einer außerirdischen Realität vorbereitet werden. Ob es da einen großen Plan gibt, ich bin immer ein Skeptiker, was große Pläne betrifft, weil wir sind alle Menschen und Menschen sind grundsätzlich einmal fehleranfällig. Je größer eine Organisation ist, desto größer fehleranfällig. Und man braucht sich, egal was man sich anschaut, irgendwelche
Konflikte oder auch, keine Ahnung, wirtschaftliche Fehlentwicklungen, was auch immer man sich da anschauen möchte. Leute sind nicht sehr gut dazu in der Lage, global großartige geheime Einflüsse zu haben. Da sage ich nicht, dass es nicht Leute gibt, die im Hintergrund versuchen, Sachen zu manipulieren. Die gibt es natürlich, insbesondere sehr reiche Leute, insbesondere in den USA. Es gibt sicher irgendwelche Leute im Hintergrund, die versuchen, die Fäden zu ziehen. Aber die haben trotzdem nicht die Allmacht, uns zu beeinflussen. Also, das führt jetzt eh zu weit weg. Aber worauf ich hinaus will, ja, wahrscheinlich. Ich bin durchaus der Meinung, dass in den letzten Jahren, gerade durch Hollywood, aber auch andere Produktionen, der Fokus in die Richtung geht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Öffentlichkeit sich mehr dafür interessiert. Also dass auch, es ist ja auch eine Frage von Angebot und Bedarf. Eine Nachfrage. Und wenn die Leute sich mehr dafür interessieren, dann gibt es mehr. Spielberg arbeitet an einem neuen UFO-Film, der in ein bis zwei Jahren rauskommen soll beispielsweise. Hat er schon angekündigt, dass das ein Thema sein wird. Und Fernsehserien gibt es mittlerweile auch jede Menge. Ne? Ja, also ich glaube, dass nicht alles absichtlich ist, aber dass es da schon eine Tendenz gibt von zumindest einigen Leuten, die versuchen, die Öffentlichkeit da ein bisschen darauf vorzubereiten. Sehr gut. Und jetzt eben das Thema eben UFOs und Europa, wie wir schon besprochen haben, also der deutschsprachige Raum ist da wirklich sehr, sehr langsam diesbezüglich und sehr, sehr rückständig. Wo sind jetzt die Hotspots jetzt mal in Europa, also abgesehen jetzt von den Punkten und nur mal die Länder? Ja. Ja, es gibt eigentlich keine Hotspots in dem Sinne. Es gibt UFO-Beobachtungen überall. Das ist überhaupt eine fantastische Sache. Ein kleines Beispiel. In dem neuen Buch von Lou Elizondo, das ist eben ein Enthüllungsbuch, das gerade rausgekommen ist, imminent von einem ehemaligen Pentagon-Mitarbeiter hochrangig, der selber an einem UFO-Projekt beteiligt war, der amerikanischen Regierung. Der hat viel geschrieben in seinem Buch über die Geheimprojekte der Amerikaner, aber insbesondere eine Stelle hat er geschrieben über Implantate. Und dass es das angebliche UFO-Entführte irgendwelche Implantate drinnen haben, die man auch rausnehmen kann und die seltsame Eigenschaften zeigen. Und ich bin halt in verschiedenen Chatgroups zu diesen Themen und da hat jemand gesagt, ja, er kennt jemanden in Griechenland, ein Arzt, der sich dort damit besonders beschäftigt und Implantate untersucht hat. Und da ist mir dann blitzartig in den Kopf gekommen, Griechenland. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass das dort auch sein könnte. Ich weiß von ein paar Deutschen und auch Österreichern, die sagen, sie haben Implantate oder vielleicht welche. Was ich damit meine ist, das Globale wird einem so selten bewusst, weil man meistens den Fokus auf den englischsprachigen Raum hat. Aber alle Vorfälle passieren überall. Sichtungen von Lichterscheinungen, Sichtungen von Metallobjekten, Begegnungen mit exotischen, vielleicht außerirdischen Wesen, Berichte von Entführungen, Berichte von Leuten, die angeblich auf UFOs, also Frauen, geschwängert wurden, die da das Kind auf mysteriöse Art verloren haben, nicht durch einen natürlichen Abgang, sondern ist auf einmal weg. Ich sage nicht, dass es wahr ist. Ja? Ich sage bei allen Sachen nicht, dass es wahr ist, aber es gibt die Berichte. Und die Berichte gibt es überall. Es ist nur eher eine Frage des Umgangs damit. Ich komme dann schon auf die Hotspots. Aber es ist eine Frage des Umgangs damit. Beispielsweise in Frankreich wurde 1998 oder sowas ein großer offizieller Bericht veröffentlicht, der Cometa-Report. In dem wurde drin geschrieben, wahrscheinlich steckt da einiges dahinter und man muss es untersuchen oder man sollte es untersuchen. Und das machen sie auch. Und eine Unterabteilung der französischen Weltraumbehörde, diese Unterabteilung heißt GEIPAN, G-E-I-P-A-N, macht seit 20 Jahren nichts anderes, eigentlich schon ein bisschen länger. Die untersucht UFO-Vorfälle und schreibt darüber, hat eine Website, die auch auf Englisch lesbar ist, wo dezidiert darüber berichtet wird. Wir haben auch noch keine Aliens präsentiert und haben auch noch kein Ergebnis geliefert, aber es wird darüber geredet und berichtet. Das italienische Militär präsentiert seit 2000, glaube ich, oder 2001 auf ihrer eigenen Website, also die Luftwaffe, die italienische Luftwaffe, eine Liste der jährlichen Sichtungen und schreibt auch dazu, welche nicht erklärbar sind. Das spanische Militär kümmert sich darum. In England gibt es mal offener, mal weniger offen, aber man weiß, dass sie sich damit beschäftigen. Auch dort gab es schon offizielle Reporte und so weiter. Gerade im deutschsprachigen Raum und auch im ehemaligen Ostblock ist das sehr, sehr wenig
ausgeprägt im ehemaligen Ostblock, deshalb, weil das einfach unter den sowjetischen Diktatur einfach nicht opportun war. Man hat nicht darüber geredet. Das wurde einfach nicht gemacht. Und bei uns im deutschsprachigen Raum ist es eine besonders interessante Situation. Vielleicht gibt es, zumindest in Deutschland, in Österreich schließe ich es eher aus, aber man weiß ja, dass die Deutschen, insbesondere das deutsche Militär, durch die NATO-Verpflichtungen, durch die vielen, vielen Militärbasen mit den USA sehr eng zusammenarbeiten. Und es wäre durchaus möglich, dass da irgendwelche Abkommen bestehen, dass das in Deutschland eher nicht offiziell untersucht wird, weil die Amerikaner, die dort sind, das sozusagen in der Hand haben. Das sage ich jetzt nicht als Verschwörungstheorie. Ich bin kein großer Verschwörungstheoretiker, sondern es gibt handfeste Hinweise darauf. Warum Österreich da so hinten nach ist, weiß ich nicht. Das muss andere Gründe haben. Vielleicht Neutralität, vielleicht interessieren sich die Leute bei uns tatsächlich nicht so dafür, also die Regierungsbehörden, weil auch die haben Sachen auf dem Radar. Das weiß ich persönlich beispielsweise. Mhm. Ein Bekannter von mir, der bei der Flugsicherheit gearbeitet hat, hat mir schon vor 20 Jahren erzählt, dass sie, ich habe gefragt, ob sie manchmal Flugobjekte, Unbekannte auf ihrem Radar haben, und er sagt, ständig. Und ich habe gefragt, und was macht sie damit? Und er hat gesagt, die Order ist, sie zu ignorieren. Okay. Und vor ein paar Jahren hat ein österreichischer hoher Militär, ich kenne mich in der Nomenklatur nicht aus, ich glaube ein Brigadier oder so, hat jedenfalls im Radio, ja, hat jedenfalls auch gesagt auf die Frage, ob sie was sehen, sagt er, meistens nicht. Und ich habe, das war eine Radiosendung, wo man anrufen konnte, und ich habe dann nachgefragt, weil ich wusste das aus einem anderen Buch, dass bei uns einfach Objekte von unserem tollen Überwachungssystem geholt habe, die zu groß, zu klein, zu langsam und zu schnell sind, automatisch aussortiert werden. Ah, wirklich? Ja. Na, warum? Weil wir wollen Flugzeuge beobachten und Flugzeuge davor warnen, dass sie in einen Ballon hineinfliegen. Und zwei Flugzeuge davor warnen, dass sie miteinander kollidieren. Und Sachen, die zu klein sind, sind wahrscheinlich Vögel oder zu langsam, meistens. Die braucht man nicht beobachten. Ja? Sachen, die zu schnell sind, sind vielleicht ein Meteor, der kurz durchzischt oder ein Ding. Das heißt, es gibt schon eine Logik dahinter auch. Aber wenn man ein System darauf einstellt, zu große, zu kleine, zu schnelle und zu langsame Objekte auszusortieren, dann sieht man sie nicht. Und wenn ein UFO langsam dahin schwebt oder mit dreifacher Schallgeschwindigkeit oder zehnfacher Schallgeschwindigkeit durchzischt, könnten unsere Systeme das vielleicht erfassen, aber sie erfassen es nicht, weil es automatisch aussortiert wird. Also das einmal nur als Voraussage. Diese Geschichte voriges Jahr, Anfang des Jahres, als die Amerikaner diesen chinesischen Spionageballon abgeschossen haben. Das ist nur deshalb passiert, weil die damals ihre Radarsysteme genau umgestellt haben, um eben auch langsame Objekte zu erfassen. Und auf einmal hatten sie ein paar. Und auf einmal haben sie diesen Ballon gesehen, den sie vorher auch aussortiert hätten. Und bei der Gelegenheit haben sie gleich drei weitere Objekte gesehen, die vielleicht abgeschossen wurden, aber von denen man nicht weiß, was da dann passiert ist. Das wurde bis heute nicht weiter erzählt. Gut, wieder ein anderes Thema. Kommen wir zurück. Dennoch gibt es so etwas Ähnliches wie Hotspots. In Deutschland weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also, ich meine, erstens einmal, es gibt menschengemachte Hotspots. Die menschengemachten Hotspots sind insbesondere Atomanlagen. Das weiß man von den USA, man weiß es aber auch von Russland und von der Sowjetunion. Überall, wo Atomsprengköpfe lagern oder atomgetriebene Schiffe mit Atomwaffen wie die amerikanischen Flugzeugträger, da gibt es häufig UFO-Sichtungen und auch bei atomgetriebenen U-Booten, die sie auch haben. Ja. Überall, wo Atom im Raum steht, insbesondere wenn es sich um Waffen handelt, gibt es gehäufte UFO-Sichtungen und auch Begegnungen, die Interaktionen haben. Wie man weiß, es gibt viele Berichte darüber und ein sehr gutes Buch darüber, das heißt UFOs and Nukes, Berichte, dass bei amerikanischen Basen UFOs aufgetaucht sind, also UAPs, und deren Systeme abgeschaltet haben.
Da gibt es sogar Berichte, dass sie ganze Schiffe abgeschaltet haben, also ganze Flugzeugträger, das muss man mal vorstellen. Die sind ja so groß wie eine Kleinstadt mit allen Systemen. Und die haben halt einfach, sind herumgeflogen und haben alles abgeschaltet. Und das sind keine Fantastereien von mir, das sind alles Berichte, die gibt es offiziell, die kann man auf offiziellen Webseiten in Amerika nachschauen. Ich meine offiziell von der Regierung. Ne? Und Atomkraftwerke sind auch ein Thema. Also gerade auch um Atomkraftwerke herum gibt es immer wieder Sichtungen. Und auch das nicht nur in Amerika. Vor ein paar Monaten gab es zum Beispiel Sichtungen bei einem südindischen Atomkraftwerk, die dann auch oft gefilmt worden sind von einem Wachebeamten, der darüber auch Aussagen gemacht hat. Also warum auch immer, einige dieser Objekte scheinen von Atomdingen angelockt zu werden. Man weiß, dass sie bei Atomexplosionen gesichtet wurden. Es gibt einige Aufnahmen von Atombombenexplosionen, wo man am Rande noch was herumfliegen sieht. Man weiß, dass sie manchmal um Testflüge von Marschflugkörpern herum auftauchen. Ich kann es jetzt nicht erklären, man könnte 1000 Spekulationen darüber abgeben, aber scheinbar gibt es einen Zusammenhang Sichtungen Atom. Gut, das haben wir in Österreich eher wenig. Das heißt, bei uns ist das nicht. Einer der berühmtesten Vorfälle in England beispielsweise, der Rendlesham-Vorfall, der war 1980, glaube ich. Haben viele amerikanische Militärs und englische UFOs beobachtet und es gibt sogar, angeblich ist sogar ein gelandetes und wo sich die Leute dem genähert haben und dann auch Strahlenschäden bekommen haben. Das heißt Rendlesham-Vorfall und das war in der Nähe einer amerikanischen Stützpunkt. Der Stützpunkt heißt Bentwater und wie man heute weiß, obwohl es noch immer nicht ganz offiziell ist, waren dort Atomraketen. Und auch der berühmte Roswell-Vorfall, wo alle sagen, ja, da ist ein UFO in der Mitte von der Wüste abgestürzt in Roswell in Nevada. Ja, das war nicht einfach nur mitten in der Wüste. Bei Roswell gab es damals die Fliegerstaffel, die Hiroshima-Atombomben transportiert hat. Die einzige damals auf der ganzen Welt existierende Fliegerstaffel, die Atombomben transportieren konnte, war bei Roswell. Da gab es noch keine Raketen, die das gemacht haben. Ne? Und es gibt auch Überlegungen, warum dort vielleicht was abgestürzt wird. Das könnte mit elektromagnetischen Pulsen zu tun haben. Würde jetzt zu weit führen, aber es gibt durchaus eine Logik dahinter. Das heißt, weltweit gesehen gibt es zumindest einen Zusammenhang mit Atom. Ein zweiter Zusammenhang ist mit Wasser. Also UFOs werden sehr oft auch über Wasserflächen gesehen, an Küsten, teilweise auch bei tiefen Seen. Tauchen ein, tauchen auf. Da weiß man auch nicht genau warum, aber auch diesen Zusammenhang gibt es. So, kehren wir zurück nach Europa. Es gibt auch in Österreich Sichtungen, immer wieder. Es gab vor 2 Jahren eine Am-Schauplatz-Sendung vom ORF, in der sogar, die ist mittlerweile auch auf YouTube noch verfügbar, wo einige Zeugen beobachtet sind und auch historische Sachen gezeigt worden sind. Auch die sind verteilt über Österreich. Es gibt aber tatsächlich 2 Hotspots, die für UFO-Sichtungen und Seltsamkeiten aller Art berühmt sind. Das eine ist das Waldviertel. Das ist fast schon ein Klischee. Das Waldviertel ist ein Ort der Mystik und der Hexen und ich weiß nicht was alles. Aber auch dort werden sehr oft UFOs gesehen und auch Orbs, fliegende Orbs. Also wer es nicht weiß, Orbs sind Leuchtkugeln von der Größe eines Tennisballs, manchmal Basketball groß, manchmal sogar noch größer, die so ähnlich wie ein Kugelblitz, wenn man sich einen Kugelblitz vorstellen kann, also eine leuchtende Kugel, die energetisch flirrt, aber bei jedem Wetter auftreten kann. Kugelblitze können ja nur bei Gewitter auftreten. Und unabhängig von elektrischen Leitungen und so weiter. Und die manchmal auch durch Häuser fliegen, manchmal auch durch Wände fliegen, was auch immer. Ja. Also diese Orbs treten dort auch manchmal auf. Und das zweite ist Steiermark und da vor allem die Südoststeiermark. Mhm. Also ich glaube Fürstenfeld und die Gegend rundum und um. Auch da gibt es gehäuft Sichtungen und Aufnahmen. Und die meisten, interessanterweise die meisten österreichischen Podcasts, die sich mit mysteriösen Mysterien beschäftigen, stammen aus der Steiermark.
Also da gibt's, ja, da gibt's Crop FM als das eine, und das andere ist eine magischer Podcast, den mir jetzt leider nicht einschaltet. Liebe Kollegen, Verzeihung, mir fällt es gerade nicht ein. Aber ein schon sehr seit vielen Jahren existierender Podcast, der sich eben auch mit magischen Themen beschäftigt und so weiter. Also das sind in Österreich die Hotspots. Ich bin ja eher jemand, der darüber journalistisch berichtet, aber wenn man sich damit beschäftigt, passiert einem meistens das eine oder andere dann irgendwann mal selber. Und auch ich habe so etwas gesehen, was ich als UFO bezeichnen würde, also kein Metallobjekt. Nichts, was ich jetzt wirklich greifbar bezeichnen würde. Es war eine Lichterscheinung am Himmel, die sich ungewöhnlich benommen hat. Und auch die habe ich in der Steiermark gesehen. Das war zwar in der Gegend zwischen Semmering und Lützzuschlag, bei Steinhaus am Semmering, über dem Stuhleck, aber immerhin auch Steiermark. Grad schon Steiermark. Ne? Also das sind auf jeden Fall Hotspots. Ja. In der Steiermark gibt es ja auch die Forschung an diesen Erdstellen beispielsweise. Das sind diese unterirdischen Höhlensysteme. Manche davon waren sicher einfach Lagerräume oder Schutzräume vor Überfällen, aber manche gehen über hunderte Meter, wenn nicht sogar Kilometer weit, und scheinen ebenfalls so gebaut zu sein, wie wir es uns heute kaum erklären können. Also scheinen gefräst zu sein und scheinen auch schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Jahre alt zu sein. Also die Steiermark ist da zumindest sicher ein heißes Pflaster, und eben das Waldviertel. Aber wie gesagt, auch über Wien, auch in Tirol, gesehen wurde schon überall etwas. Gibt es dafür, also in Österreich, irgendwo eine Anlaufstelle oder ein Verzeichnis, ein Register diesbezüglich? Gar nicht. Das ist es ja. Also man kann sich über österreichische Fälle informieren, aber man muss nach Deutschland gehen. Also online oder als Recherche. Es gibt auch in Deutschland keine offizielle Meldestelle. In Frankreich beispielsweise weiß jeder Gendarm, jeder Polizist, wenn ihm etwas gemeldet wird, wo er sich hinwendet. Er leitet das weiter, und das landet dann bei Chebon, worüber wir schon kurz gesprochen haben. In Italien weiß jeder, das landet dann beim Militär. Ja? Und bei uns gibt es gar nichts. Und in Deutschland gibt es mehrere Organisationen: MUFON, GEP, das sind alles, kann man googeln, GEP heißt die, das ist wahrscheinlich die seriöseste. Dort kann man seine Sichtungen melden. Per E-Mail, und es gibt auch offizielle Formulare dafür. Ich habe dort selber schon Sachen gemeldet. Und die werden gesammelt. Die untersuchen sie und schließen Dinge aus. Und nur wenn etwas nicht ausgeschlossen werden kann, dann kommt es sozusagen in die Abteilung Unbekanntes. Ein Beispiel: Ich habe einmal von einer Dachterrasse bei einem nebeligen Tag ein seltsames Objekt knapp über dem Horizont gesehen, das sehr lange dort geblieben ist. Ich wusste, dass dort keine Türme oder sonst was sind, das war Richtung Machfeld. Und es hat sich nur sehr, sehr langsam bewegt. Und ich habe mir gedacht, das kann kein Stern sein. Es ist zu tief, es ist zu hell, und wie gesagt, das war drüber, war alles nebelig. Und das habe ich beispielsweise gemeldet. Einfach, ich war selber nicht überzeugt davon, dass es was Seltsames ist. Und die haben das ernst genommen. Die haben das untersucht, haben die Himmelsrichtung festgestellt, haben gesagt, aufgrund der Sichtverhältnisse des Tages handelt es sich, ich habe jetzt vergessen, welcher Stern das war, mit großer Wahrscheinlichkeit um diesen Stern. Auch meine Beobachtung nach Winkelgraden, die ich gemacht habe, deutet darauf hin. Gut, wunderbar. Es muss ja nicht alles ein UFO sein, es müssen ja nicht alles Aliens sein. Thema abgeschlossen. In Österreich gibt es keine offizielle Meldemöglichkeit. Wenn man bei uns sich an einen Polizisten wendet, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zuckt er mit den Schultern und sagt, na und? Oder er nimmt ein Protokoll auf. Es gibt Protokolle, über die letzten Jahrzehnte verteilt. Aber das landet dann halt auch nirgendwo, soweit wir halt wissen. Außer wir haben auch irgendwelche geheimen Abteilungen im Innenministerium, die sich damit beschäftigen, von denen wir nur offiziell nichts wissen. Also ich möchte das jetzt nicht in den Raum stellen, aber wenn es die nicht gibt, dann gibt es gar nichts bei uns. Aber man kann eben nach Deutschland melden, und wenn man sich dann dort, die machen regelmäßig Berichte und so weiter, da sind dann diese Sichtungen in Österreich mit einbezogen. Und so haben Sie sich persönlich schon mal treffen können, also mit Personen,
Die, also Implantat oder sonst oder mit Strahlenschäden oder auch nur normalen Sichtungen oder auch persönlich so eine wissenschaftliche Arbeit oder Forschung diesbezüglich genauer oder tiefergehend gemacht? Also, ich bin ja in erster Linie Journalist, ja. Ich würde mich selber nicht als UFO-Forscher bezeichnen. Ich würde mich weder als Ufologe noch als UFO-Forscher bezeichnen. Wenn ich mich selber in dem Zusammenhang bezeichnen würde, dann würde ich mich als UFO-Journalist bezeichnen. Ich bin einfach interessiert. Wie gesagt, am Anfang habe ich das erzählt. Ich mache eine ganze Reihe von Dingen. Es ist nur ein Gebiet. Und als solcher interessiere ich mich auch jetzt konkret weniger um Themen wie Sichtungen oder eben Entführungen, Implantate und so weiter. Mein Hauptinteresse liegt tatsächlich in dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Also, was machen die Gesetzgeber weltweit, was machen die Militärs, was macht die Wissenschaft? Und das alleine ist schon ein so großes Thema, dass ich damit gut beschäftigt bin. Das macht sonst niemand und darum finde ich, das ist etwas, was ich dann halt übernehme. Es gibt bei uns durchaus UFO-Forscher, auch Leute, die Bücher darüber schreiben. Reinhard Habeck beispielsweise ist einer, der über unbekannte Objekte, seltsame Funde und UFOs sehr oft geschrieben hat. Und auch einige andere. Viktor Farkas gab es und noch viele andere. Im deutschsprachigen Raum überhaupt auch noch viele. Ja? Also ich habe selber nie etwas in der Richtung erforscht. Der andere Teil der Frage, wenn man sich wie ich damit in die Öffentlichkeit stellt, bekommt man natürlich Berichte. Also ich habe sehr wohl schon Berichte von Leuten bekommen, die Kontakte oder Beobachtungen hatten. Man hat mir schon Videos zugeschickt, ich habe meine Meinung dazu abgegeben und habe dann die Leute auch weitergeschickt an die GEP. Und damit, weil ich kann es nicht analysieren oder nachweisen. Mir haben Leute persönliche Begegnungen erzählt. Also ich habe jetzt noch kein Implantat gesehen oder sowas. Wer sich für sowas interessiert, es gibt auch von einem Steirer, dem Künstler und Zeichner Jörg Vogeltanz, auch Comiczeichner, der hat eine eigene Website, die heißt Seltsam, also einen YouTube-Channel, der heißt Seltsam. Und da sind Interviews mit solchen Leuten drauf. Die Interviews sind in Deutsch. Viele davon sind Österreicher, manche sind aus Deutschland, glaube ich. Und dort erzählen die einfach ihre persönlichen Erlebnisse und Begegnungen. Und das reicht in der Bandbreite auch von UFO-Sichtungen über eine Frau in Deutschland, die jetzt, glaube ich, 80 ist oder so ähnlich und erst in den letzten Jahren draufgekommen ist, dass sie Implantate besitzt, bis hin zu Leuten, die seltsame, heftige Träume hatten, wo sie sogar eine heiße Begegnung mit irgendeiner Person hatten. Und dann Jahre später haben sie eine Person kennengelernt, hatten mit ihr eine Affäre, also das ist ein konkreter Fall. Und sie sagt, erinnerst du dich eigentlich an mich? Und er sagt, nein. Sagt er, du bist noch nicht so weit. Und nachher ist ihm dann aufgefallen, das war die Frau, mit der er Jahre vorher in seiner Fantasie, zumindest dachte er das damals, in einem Traum eine heftige Affäre hatte. Ja, um nicht Sex zu sagen. Und was immer man davon halten möchte, wir haben das ja noch gar nicht angeschnitten, aber der ganze Bereich der Esoterik und der Paraeffekte, die rund um die UFOs auftreten, die damit auch noch verbunden sind, all das wurde mir auch schon persönlich berichtet. Ja? Aber wie gesagt, das ist nicht mein Kernthema. Ich habe darüber keinen Kanal. Da gibt es andere Kanäle, wo Leute sich auch schon äußern dazu. Und wie gesagt, ich kann eben seltsam beispielsweise empfehlen. Das heißt einfach nur seltsam. Oder man sucht Jörg Vogeltanz, dann findet man das rasch. Ein YouTube-Channel, wo Leute sowas erzählen. Und er ist auch immer auf der Suche nach neuen Leuten. Also wenn jemand, der das jetzt hört und sieht und sich denkt, ich würde das gerne auch einmal loswerden, was mir passiert ist, er ist interessiert daran. Und es gibt drei Stufen der Anonymisierung, also erstens gar keine, mit Video und Namen, zweitens nur Audio, drittens Audio verschleiert, mit oder ohne Namensnennung. Das kann man sich also aussuchen. Und er sammelt das einfach. Und da gibt es schon sehr interessante Beispiele. Ich meine, die ganze UFO-Forschung der letzten Jahrzehnte ist eine Fallsammlung von Tausenden. Zehntausenden Fällen von Sichtungen, von Begegnungen, von Entführungen, von Parapsychologen, von Psi-Phänomenen, von
was man nur will. Ja? Und man kann das jetzt glauben oder nicht, aber viele von den Fällen sind recht gut dokumentiert. Also keine Ahnung, jemand wurde von einem strahlenden UFO entführt und Leute haben das gesehen und die bestätigen das bis heute. Oder eine ganze Gruppe von Leuten sehen einen Vorfall. Da gibt es den berühmten Vorfall aus den 90er Jahren in Simbabwe, Aerial School, wo eine ganze Schule, also Kinder, 12-, 13-Jährige, ein UFO landen gesehen haben und einen Außerirdischen gesehen haben, also eine nichtmenschliche Intelligenz, der mit ihnen telepathisch kommuniziert hat. Ja? Und die ganze Netflix. Gruppe war auch auf Netflix. Kam auch schon in der berühmten Dokumentation The Phenomenon, also das Phänomen von James Fox, auch schon vor. Und das wurde damals von einem Psychologen einer amerikanischen Universität verfolgt und der hat damals Interviews mit den Kindern gemacht. Diese Interviews waren auch in diesen Sendungen. Und die Leute leben ja heute noch, weil das waren Kinder in den 90er Jahren. Natürlich leben die noch. Ja. Das sind jünger als ich, wenn ich in deinem Alter nehme ich mal an, in ihrem Alter wahrscheinlich. Und die sagen heute noch genau das Gleiche. Also es gibt viele, viele, es gibt nicht nur zehntausende Sichtungen, es gibt auch tausende glaubwürdige Berichte von Militärpiloten, von Navy-Angehörigen, von Militärs rund um der Welt, in Südamerika. In Südamerika wird das auch sehr offen diskutiert und erforscht. Auch in Brasilien gab es eine Anhörung vor dem Parlament. Und Uruguay hat seit Ewigkeiten, ich glaube, es ist Uruguay. Ja, jedenfalls, ich glaube, fast jedes südamerikanisches Land hat eine eigene Forschungsbehörde für UFOs und wo die Militärs hinein berichten beispielsweise. Man kann das googeln, es ist überall. Ja. Es gab in Belgien die berühmte UFO-Welle, auch um 1980, glaube ich, herum. Ne? Und Sichtungen in Deutschland, die auch kurzzeitig in den Medien waren und dann wieder verschwunden sind. In einer anderen Netflix-Serie, die, glaube ich, von Tschechen gemacht worden ist, die heißt irgendwie die geheimen Akten oder unveröffentlichten Akten, das ist keine sehr große Serie, werden auch internationale Dinge behandelt und am Schluss werden zwei Grenzsoldaten der ehemaligen Tschechoslowakei interviewt, die mit einem Hubschrauber ein Tic-Tac-Objekt an der österreichischen Grenze verfolgt haben, was dann nach Österreich abgebogen ist. Ja? Das sind zwei Tschechen, die haben gesagt, ja, das war halt so. Die haben gesagt, wir hatten was am Radar und die haben gesagt, das waren Grenzbeamte, keine Militärs. Und die haben gesagt, nehmt den Hubschrauber und fliegt es, dann schaut es mal nach. Und die haben gesagt, was sollen wir machen? Wir sind erstens kaum nachgekommen, weil das Objekt zu schnell war. Es gibt Animationen dabei. Und zweitens, was hätten sie machen können? Sie hätten es auch nicht abschießen können. Sie hatten keine, das war ein Zivilflug, also zivil war es kein, aber so ein Polizeihubschrauber. Der hatte jetzt nicht eine Bewaffnung wie ein Kampfhubschrauber. Ne? Und sie haben das halt nur beobachtet, dann ist es abgebogen, dann sind sie zurück, haben das denen berichtet. Die haben dann gesagt, okay, gut, dass ihr uns das erzählt habt und jetzt redet ihr nie wieder darüber. Ja? Ich glaube, das war noch an der Grenze zum Kommunismus. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon offen war oder noch nicht, die Grenzen. Das war halt irgendwann mal auch in den 80er Jahren, den späten. Und heute reden sie halt darüber. Ne? Also die Vorfälle gibt es weltweit, Berichte gibt es, glaubhafte. Sachen wurden mir persönlich eben auch schon mitgeteilt. Ich habe auch schon das eine oder andere selbst erlebt. Aber was uns halt allen fehlt, und da reden wir jetzt seit einer Stunde, ist ein letztgültiger Beweis. Wobei natürlich darauf ankommt, was man als Beweis ansieht. Es gibt diesen Nimitz-Vorfall von 2004, wo es Radaraufnahmen gibt. Mittlerweile weiß man auch, dass es sogar Sonaraufnahmen gab. Militärbeobachtung und einen Film und mehrere Kampfpiloten, die das Objekt, das war eben dieses berühmte Tic-Tac-Objekt, umschwirrt haben, mit dem interagiert haben. Ja, es gibt sogar einen Film. Jetzt kommen natürlich Leute und sagen, ja, der Film könnte eventuell was anderes zeigen, ja, aber das, was die Erklärungen für den Film sind, passen nicht zu den Beobachtungen. Also, was nimmt man als Beweis? Ja, es ist noch nicht der Morg vom Org oder der Max vom Mars gelandet am Rathausplatz und hat uns verkündet, er ist jetzt ein Außerirdischer. Ne? Und er kommt jetzt, um mit uns Handel zu treiben und Käsekreiner zu probieren. Ne? Also
Wahrscheinlich sind sie Vegetarier, aber egal. Jedenfalls, nein, es ist noch nicht passiert. Und es gibt auch Metamaterialien, die schon untersucht worden sind, die seltsame Eigenschaften aufweisen, aber es gibt keinen letztendlichen Beweis, dass es sich um was Nicht-Menschliches handelt. Oder, und das ist ein Hauptinformationsteil meiner Sendungen auf UFO-TV, oder es gibt das alles sehr wohl, aber es ist gut versteckt in irgendwelchen tiefen Kellern unter Wright-Patterson Air Base oder in der Area 51 oder in irgendwelchen Kühlschränken des Energieministeriums. Das amerikanische Energieministerium hängt da nämlich auch drin. Nicht nur das Militär, nicht nur die CIA. Und vielleicht haben sie das alles. Auch da gibt es gute Augenzeugenberichte. Oder Vatikan zum Beispiel, das ganze Thema diesbezüglich. Der Vatikan ist eine gute Quelle. Ich glaube nicht, dass der Vatikan UFOs besitzt oder Alien-Teile, aber Informationen. Informationen, klar. David Grush, der eben voriges Jahr an die Öffentlichkeit getreten ist, auch ein untadeliger, hochrangiger Ex-Militär und Geheimdienstler, der hat ausgesagt, unter anderem, dass das erste UFO, von dem er weiß, dass die amerikanische Regierung in Besitz genommen hat, 1945 aus Italien geholt worden ist. Weil da gab es in den 30er Jahren einen UFO-Absturz, angeblich, und in Magenta, und angeblich hat Mussolini zusammen mit den Deutschen an dem Objekt geforscht, angeblich sind sie aber nicht sehr weit gekommen, und dann haben sie es halt irgendwo gebunkert. Und als dann die Amerikaner gekommen sind, und offenbar wusste halt auch der Papst oder halt der Vatikan darüber Bescheid, und angeblich haben die dann den Amerikanern gesagt, übrigens, da ist was. Und die haben es dann abtransportiert. Und das sage ich jetzt eben auch nicht aus irgendwelchen, es gibt auch Dokumente darüber, von italienischen UFO-Forschern. Ich sage jetzt aber auch das nicht aus einer Position heraus von Geheimnis, Schwurbelei, was auch immer. Das hat der David Grush in den USA ausgesagt. Und das meiste, was er ausgesagt hat, hat er vor dem Kongress unter Eid ausgesagt. Und wenn man dort eidbrüchig wird vor dem Kongress, wandert man ins Gefängnis. Also es ist eine Frage, was man als Beweis ansieht. Genau. Und jetzt 97 Minuten, also ich persönlich wirklich noch viele, viele Stunden. Ich glaube, wir können jetzt auch schon langsam Schluss machen, wenn wir jetzt auf den Esoterik... Können wir mal eine Fortsetzung machen. Ja, das wäre das Nächste gewesen, also vor allem was den esoterischen Bereich und so betrifft. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt den esoterischen Bereich fast nicht berührt. Und der ist ja fast noch auch ein wichtiges größer. Faktor. Genau. Zumindest, also ich sage mal so, nicht jeder UFO-Vorfall hat eine esoterische Komponente und nicht alles Esoterisches hat irgendwie eine außerirdische Komponente, aber es gibt eine große Schnittmenge. Also von dem her wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich werde auch Ihren Kanal und auch Instagram, Social Media, alles dann im unteren Teil in der Beschreibung natürlich verlinken. Ich werde auch die anderen Daten, also Kontakte, also auch YouTube-Kanäle und so auch verbinden. Gleich wie österreichisches Superhero-Comic. Was mich persönlich jetzt wirklich interessiert, ich werde mir da wahrscheinlich sogar selbst eines holen. Aber auf alle Fälle vielen, vielen Dank. Was ich vielleicht noch sagen wollte, also abgesehen davon, dass die mittlerweile über 80 Videos auf meinem UFO-TV-Kanal alle noch verfügbar sind, es gibt dort auch, wenn man direkt auf die Startseite geht, ein Startvideo, das automatisch sich sogar abspielt. Das heißt, Willkommen in UFO-Hausen. Das ist ein explizites Einsteiger-Video, das dauert auch nur 12 Minuten, in dem Leute, die sich noch gar nicht mit der Materie beschäftigt haben, einen kurzen Crashkurs bekommen, was ist die aktuelle Entwicklung, was ist der aktuelle Stand der Dinge. Und mein Standard-Blog, also die Artikel, die ich für den Standard geschrieben habe, die sind auch noch alle online. Also genau. Wer möchte, es gibt ausreichend Informationen, aber... Also Im Mai erschien der letzte Block im Standard. Mai. Ja, weil es ist schon wieder so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst schreiben soll. Also ich werde jetzt wahrscheinlich im Zuge des Erscheinen von dem Buch von Elizondo auf jeden Fall wieder etwas schreiben, entweder konkret zu dem Buch oder wieder ein bisschen eine Zusammenfassung über die letzten Geschehnisse.
Das würde jetzt zu weit führen, aber nur ein kurzes Interner. Es ist eben so, bei dem Blog im Standard, das ist ein Artikel in einer Länge von, ich weiß jetzt nicht, ein paar tausend Zeichen, da kann man nur ein Thema wirklich groß behandeln. Und als ich den Blog begonnen habe, war das leicht. Da waren alle paar Monate ein interessantes Thema und darüber konnte ich dann halt groß schreiben. Ja. Nur mittlerweile ist es so dicht, darum bin ich ja auf YouTube ausgewichen, weil ich kann nicht jeden Tag etwas Neues in den Blog schreiben, weil es ein Blog ist und keine tagesaktuelle Berichterstattung. Und darum habe ich dort jetzt in den letzten Monaten auch weniger gemacht, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Die Fülle der Themen ist so groß, dass man gar nicht weiß, was man als erstes angreifen soll. Aber jetzt im Zusammenhang mit dem Buch von Elizondo ist es auf jeden Fall wieder an der Zeit. Sehr Das nur gut. so als kleine Anmerkung. Perfekt. Ansonsten vielen Dank für Perfekt. die Verlinkung. Sehr gerne, ja. Also wirklich vielen, vielen Dank für die Zeit. Und vor allem, man merkt auch jetzt bei der Videokonferenz allein schon, wie sehr Sie selbst auch aus privaten, wie zu Beginn erwähnt, also wirklich Feuer und Interesse dafür brennen, dementsprechend klar und umfangreich Ah, sind auch die Entschuldigung, Informationen. jetzt muss ich doch noch etwas sagen. Jetzt muss ich Ja. doch noch, weil Sie den Anfang erwähnt haben. Ja. In den 80er und 90er Jahren habe ich als Journalist dagegen angekämpft, dass die Leute sagen, Comics sind Schundliteratur, nur für kleine Kinder und nur für Idioten. Ja? Ob man jetzt Superhelden oder Mickey Mouse gelesen hat, das ist alles Schwachsinn. Okay, Asterix ist vielleicht nicht so schlecht, aber kurz und gut, das ist alles nur was für kleine Kinder. Und ich habe damals einen Artikel nach dem anderen geschrieben, Comics werden erwachsen, Kunstcomics, Literaturcomics und so weiter. Bis dann Anfang der 2000er Graphic Novel als Begriff aufgekommen ist und das Thema war erledigt. Mittlerweile gibt es kaum mehr jemanden, der bezweifelt, dass Comic auch Kunstliteratur und so weiter sein kann. Und meine aktuelle Beschäftigung mit dem Thema UFO ist exakt genau gleich. Das ist so lustig. Man hört dieselben Argumente, naja, natürlich nicht, weil es was eine andere Sache ist, aber dieselbe Art von Skepsis, dieselbe Art von Widerstände, dieselbe Art von Vorurteil wird dem Thema entgegengebracht. Und ich sage immer witzigerweise, das Thema Comics hat sich in dem Moment, also der Kampf gegen Comics hat sich in dem Moment aufgelöst, als sie umbenannt worden sind in Graphic Novels. Und ich frage mich, ob wir nicht jetzt auch momentan davor stehen, dass das Thema UFO endgültig ernst genommen wird, weil man sie jetzt in UAPs umbenannt hat. Super. Also noch ein besseres Abschlusswort. Also vielen, vielen Dank nochmal, Herr Havas. Wenn es wirklich nochmal möglich wäre, dann würde ich gerne ein zweites oder ein drittes, wie auch immer, Video diesbezüglich machen. Denn wie Sie hoffentlich auch gemerkt haben, habe ich wirklich Interesse und auch ein ganz ein kleines Wissen diesbezüglich oder Wissen, Informationen gesammelt. Denn Wissen, ja, ist unendlich. Also von Ihnen ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wünsche noch einen schönen Abend in dem Fall heute und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Danke. Dankeschön.